Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch. Ja, können wir gern so machen, ne? Obwohl natürlich schade ist, wenn halt ja nur einer ein Buch gewinnt oder so. Vielleicht können wir machen, irgendwie drei gewinnen ein Buch oder irgendwie sowas, weißt du? Also zwei hätten wir dann ja jetzt quasi schon mal. Ich würde sogar noch eins drauflegen. Dann würden wir auch zwei Bücher also mit Widmung haben und die absolute Erstausgabe. Den ersten Druck, das erste Buch, das erste, das, ihr wisst schon, das, der, wie nennt man sowas, der Vorreiter, das Buch halt, das erste halt, ne? Ja, das ist schon so, auch ein bisschen wie bei Platten, gell, so bei alten Platten, wo es dann eine Erstauflage gab, so, und ja, im Endeffekt sind die auch alle Erstauflage jetzt, die jetzt erstmal rauskommen. Ja, das ist dadurch, dass das jetzt Print on Demand ist und das alles ein bisschen zeitgemäßer abläuft und man nicht mehr quasi 100.000 oder 10.000 Exemplare druckt, die dann die Erstausgabe sind, und wenn die dann alle verkauft sind, dann halt eine zweite Ausgabe macht, wird sich da halt nicht viel ändern. Das heißt, es bleibt ja im Prinzip, es wird jedes Buch gedruckt, nachdem es bestellt wurde. Deswegen ist das hier in diesem Fall tatsächlich was echt Besonderes, was du da in der Hand hast. Ich würde es am allerliebsten haben. Ja, ich habe das auf jeden Fall auch so empfunden. Deswegen habe ich auch nochmal gefragt, ob deine Bücher angekommen sind. Aber ja, ich habe wirklich das erste bekommen und das ist schon cool. Ja, ist definitiv. Ja, aber ich finde es geil, dass, wie du so damit umgehst. Ja, machen wir das so. Dann würde ich sagen, du setzt mal deine PayPal-Adresse in den Kanal und wir reisen während der Sendung in den nächsten 3 Stunden noch immer wieder mal hin, dass es da 3 Bücher zu gewinnen gibt, nämlich zum einen das erste gedruckte Buch noch original verpackt. Hast du es noch original verpackt? Ja, das bleibt auch original verpackt. Super geil. Und 2 Bücher mit Widmung des Autoren sind zu gewinnen. Und ein Satz ist, also das Los ist quasi pro Los. Also man kann natürlich auch mehr los. Wenn jetzt jemand 5 Euro auf Manus PayPal-Konto überweist, dann bekommt er 5 Zettelchen. Richtig? So machen wir das. Ich weiß nicht. Also ich fände das ein bisschen unfair. Aber ich meine, können wir gerne so machen. Aber also einmal spenden, 1 Zettel. Nein, wir machen pro Los 1 Euro. So ist fairer, auf jeden Fall. Während ihr euch einigt, was jetzt fairer ist, ich habe Kristall hochgeholt, bis ihr euch da die beratschlagt habt, und habe die schon mal reingeholt in unsere Mitte. Hier läuft gerade der Kaffeekocher. Ich bin in 2 Sekunden zurück. Natürlich, Bauri. Ich sag dann mal einen wunderschönen guten Abend, Kristall. Ja, hallo alle mal zusammen. Finde ich super gut, dass heute Abend wieder Sendung ist, dass ich dabei sein kann. Ja, ich hatte auch noch eine Idee zu diesem ganzen Verlosen. Meine Idee war ja, dass dieses Geld, was da zusammenkommt, im Bauchis Auto fließt. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, aber ich hoffe, dass wir bis Ende nächster Woche diese ganze Sache schon hinter uns gebracht haben. Aber auf der anderen Seite, das Geld noch nicht zusammen, und es wäre eventuell vorgegriffen zu sagen, dass wir es bis nächste Woche geschafft haben. Also wenn, würde ich mich dann natürlich wahnsinnig freuen, aber wenn es gemacht ist, dann kann das gerne auch an gemeinnützigen Zwecken zugute fließen. Ja, aus dem Grunde hatte ich dann überlegt, 1 Euro und auch mehr zu spenden, ne? Und wenn du dann ein super gutes Auto hast und rumfährst, dann kann man dich ja auch vielleicht persönlich treffen. Wäre doch auch super. Ja, das ist halt das, was ich ganz gerne machen würde auf dieser Promotour. Ich will halt nicht nur, also es sind eventuell
gewisse Sachen, so hier von wegen, also ich stelle mich auf jeden Fall, habe ich gesagt, zur Verfügung für, wenn Leute irgendwelche Vorträge oder Buchlesungen oder sonstige 2020-Treffen organisieren, wenn das irgendwie machbar ist, dass ich da hinkomme, dann komme ich da auf jeden Fall sehr gerne dann hin. Ich komme auch wahnsinnig gerne zu Hause besuchen, um euch kennenlernen, um mit euch zu quatschen und eventuell also zu überlegen, was man da so alles noch machen kann. Und ich weiß, dass halt diese schönen Abende zu 2, 3, 4, 5, 6 auch sehr, sehr erweiternd immer sein können. Das, was ich dann von euch aus mitnehme, das habe ich dann da mit auf der Tour. Aber auch, was natürlich möglich ist, was ich auch sonst sehr gerne machen würde, mit euch zum Beispiel Videos machen. Das muss nicht immer bedeuten, dass ihr im Bild seid. Ihr könnt auch gerne im Off bleiben, aber dann halt eben Gespräche führen, wo eure Stimme zu hören ist, wie jetzt hier zum Beispiel im Radio auch. Aber dass wir dann halt eben Videos machen. Und diese Videos zum Buch dann halt auf meinem YouTube-Kanal und wo auch immer sie sonst hochgeladen werden und wo man sie verbreiten kann, dann zu finden sind, was natürlich dann auch wieder der Verbreitung des Buches gut kommt. Gut kommt, was ist das für ein Deutsch? Also zugute kommt, das, ja, ne? Gut tut. Es tut der Verbreitung des Buches gut. Und wer da Interesse hat, der kann sich natürlich sehr gerne bei mir melden. Und ich bin auf jeden Fall, hatte ich schon geguckt, dass ich auch ein Navigationssystem, auch das werde ich definitiv wieder brauchen. Also wer so reist wie ich, der ist ein bisschen, also ich wäre ein bisschen blöd, wenn ich das heute ohne machen würde und mir zu jedem einzelnen Ziel, was ich anfahren will, dann halt eben auf Google die Wegbeschreibung ausdrucke und dann einen Haufen Papier, das ist Blödsinn. Und dann habe ich eins gefunden, gebraucht für 25 Euro, gucken wir jetzt, was wir bekommen. Und wenn ich eine Navi mit dem Auto habe, dann kann ich halt auch dann sehr leicht dann auf dem Weg, kann ich halt so ein bisschen strukturierter, da ist die Sue, die weiß, worum es geht, die habe ich angeschrieben, das Ding ist in Salzburg. Und hallo Sue. Und ja, da wäre dann halt dein Handy klingelt. Das dann auch machbar, dass ich halt eben meine Tour dementsprechend anpasse. Ich muss halt in der letzten Zeit, also die letzten Jahre, wo ich halt eben auf Peace Trail war, noch nicht auf Buch-Promo-Tour, also ich bin natürlich weiterhin auf Peace Trail, ganz klar, das Ganze ist ein Teil davon, aber da habe ich halt eben auch sehr, sehr viel meine Ziele darauf ausrichten müssen, wo ich auch tätowieren kann, um das Ganze zu finanzieren. Wenn sich das Ganze jetzt aber eventuell in ein paar Monaten, ja, genau, zu Navi, genau, gerade reingekommen, wenn sich das jetzt durch den Buchverkauf schon mal erledigt hat und ich versuche halt eben gerade auch noch so ein paar andere Sachen aufzuziehen, dass ich meine Kunst verkaufen kann und Bilder und es wird demnächst meine Feel-Good-Helper, die wollen wir jetzt noch ein bisschen promoten und pushen und dann gibt es demnächst sogar noch einen Feel-Good-Helper-Drink. Richtig geil. Und wenn diese Sachen dann halt laufen, dann hoffe ich, dass ich nicht mehr tätowieren muss, um Spritgeld zu haben, um zu den Leuten zu fahren, zu denen ich eigentlich gerne fahren möchte. Ich bin in den letzten Jahren immer noch sehr viel bei Leuten gewesen, zu denen ich hin musste, weil ich da Geld verdienen konnte und die eigentlich überhaupt gar keine Ahnung davon hatten, was ich ansonsten außer Tätowieren noch so mache. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn das irgendwie so ein bisschen freier dann demnächst ist und ich dann halt wirklich das darauf meine Ziele darauf ausrichten kann, wo ich halt eben Peace trailen kann, wo ich das Buch promoten kann, wo ich euch treffen kann, wo ich halt die Leute treffen kann, die gerade auch wirklich an dieser Sache dran sind und im Rahmen des der Agenda 2020 ganz gerne die Welt verändern würden. So, womit wir dann beim Thema wären, Weltveränderung. Ich habe gestern noch geschrieben, du kannst die Welt nicht verändern, außer du veränderst dich selber. Hat irgendjemand irgendwelche Gedanken dazu? Ich muss mir mal gerade meinen Kaffee zuckern. Ich wollte noch was anderes erzählen zwischendurch. Und zwar mit der Buchverbreitung. Nein, 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 Fresse halten. Nee, Entschuldigung, hau rein. Und zwar, weil du ja vorhin so im Redefluss warst. Das war total interessant. Ich war nämlich dieses Wochenende so unterwegs, ja. Und dann war ich bei jemandem,
die auch in der Gruppe ist, bei Agenda. Und bei ihr war ein Kumpel. Und dieser Kumpel hat eigentlich das Buch noch nicht gelesen. Aber das Interessante war, dass er dann da war und dass er erzählt hat, dass sein Professor, nicht sie selbst, sondern sein Professor ihm quasi auch das Buch empfohlen hat. Also quasi um drei Ecken schon herum ist es gewandert und es ist auch so bei ihm angekommen. Ich schwöre, Alter, das hat mich so geflasht in dem Moment, so weißt du, und dem wurde es auch schon empfohlen, so wie schnell verbreitete sich das denn bitte? Der Professor hat das Buch empfohlen, also so langsam fällt mir ein Ei aus der Hose. Ja, das hat mich echt auch in dem Moment so, was? Schon so. Um die Ecken ist es schon gegangen so und jetzt ist es auch hier angekommen mit am Esstisch so, wo es zwei schon gelesen haben so. Ja, das freut, glaube ich, nicht nur mich gerade zu hören. Nee, das freut uns alle. Also irgendwie geht es ja vor allen Dingen gar nicht so wirklich um das Buch selber, sondern halt eben, weiß noch gar nicht, um welches Buch es geht. Pass mal auf, ich tippe dir mal einen Link in das Teil, den wirst du, und dann guckst du da einfach mal selber nach. Warte mal, dann kannst du klicken. Ich habe einen tollen Link, aber da ist immer noch nicht welche. Also es geht um das Buch 2020, das so ein Hottentotte geschrieben hat. In dem Buch geht es um eine Zeitreise nach 2020, die ein anderer Hottentotte gemacht hat und da Dinge erlebt hat. Und als er dann wieder zurück war in 2015, dem einen Hottentotten gesagt hat, was er erlebt hat. Und der eine Hottentotte hat das dann aufgeschrieben. Okay? Und da sind halt sehr viele Dinge, die sehr viele von uns ihre Herzen haben lachen lassen. Und ich tippe dir mal den Link in den Chat und dann kannst du selber gucken. Ja, aber Bauche kann ja auch am Sonntagabend dazukommen, wenn wir uns den zweiten von vier Teilen anhören. Ja, genau, das natürlich. Und du kannst es dir vorlesen lassen, wenn du Sonntag warten möchte. Also es wäre natürlich jetzt dämlich, in den zweiten einzusteigen und den ersten Teil verpasst zu haben. Also es gibt ein Hörbuch zu diesem Buch und das ist von der Sabine Eimke eingelesen worden und sie hat es wirklich schön gelesen und das steht auf YouTube kostenlos. Manu, tu du mir aber bitte gerade einen Gefallen und poste mal den Link zum Video zu dem Hörbuchvideo mit in den Chat und ich tippe hier gerade mal den anderen rein. Finn, du hast gerade was im Kopf, habe ich das Gefühl. Erzähl doch mal gerade, mach mal die Lücke dicht. What? Okay, Was? Also ich arbeite gerade auch an dem Video, das ich dann auch später veröffentlichen werde, wo ich einfach durch die Stadt gelaufen bin und mit meiner kleinen Schwester dann Kreidenachrichten überall hinterlassen habe. So kann ich ja dann, wenn es dann gleich fertig ist, dann auch hier posten, wer möchte. Habe auch so Agenda 2020 und alternative Radiosendung, hier Oki Talk und so. Für alles schön die Straßen bemalt. Ja, von der Aktion darfst du gleich mal ein bisschen sowieso mal mehr erzählen, weil viele Leute, also wir haben es in der Agenda 2020 Gruppe ja schon auch mitbekommen, dass du das gemacht hast. Einige Zuhörer aber vielleicht noch nicht. Und ich würde es gerne auch nochmal einfach aus erster Hand von dir so hören. Der M. Sunface hier, der Meisterbruder, ja, der hat den YouTube-Link gepostet im Chat, hui, und ich habe den Bitly-Link. Das ist da, wo du das Buch bestellen kannst und bei YouTube kannst du es dir umsonst anhören. Ja. Finn, geile Aktion, vor allen Dingen, dass du deine 13-jährige Schwester da direkt mitgenommen hast und der Jugend gehört die Zukunft, so ist er nun mal. Finde ich geil, dass die da auch mit dabei ist. Und erzähl doch mal, was hast du gemacht? Wie bist du drauf gekommen? Wie hat es sich angefühlt? Was würdest du den Leuten empfehlen, die es auch machen möchten? Was kannst du sagen, was so richtig geil war? Was möchtest du wieder machen? Was können wir demnächst mal zusammen machen, wenn wir uns sehen? Und bla bla. Huiuiui, das sind viele Fragen.
Ja, also ich hatte einfach irgendwie Bock, Nachrichten irgendwie niederzuschreiben so und habe mir einfach Kreide geholt, so einfach so aus Inspiration heraus. Und das war mir so eine ziemlich coole Idee, dass ich dann einfach nachts, also es ist, ich wollte, dass es nachts ist, weil ich nachts einfach cooler finde, auch wenn es mir tagsüber auch nichts ausgemacht hätte und es mir auch nichts ausgemacht hätte, wenn Leute dabei zugeschaut hätten, was eigentlich auch passiert ist, sogar nachts. Und aber hat so ein bisschen mehr was Piratenhaftes, ne? Ja, genau. Und um es zum Beispiel Leuten wie Hui gerade zu sagen, ist diese Aktion ist eine, die, also ne, damit fulfillt der Finn eine Prophecy aus dem Buch. In dem Buch steht das drin, dass Leute angefangen haben, solche Sachen zu machen. Und Finn war einer von denen, die es jetzt schon live erlebt haben. Erzähl mal weiter. Ja, es war ziemlich cool, ziemlich coole Energien. Es war auch immer interessant, weil meine Schwester auch immer nachgefragt hat, so, was soll ich denn jetzt schreiben? So, und ich sage einfach, schreib einfach das auf, was du so, und denk mal an die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, so, und was würdest du ihnen sagen wollen? Und sie ist da auch echt auf sehr gute Teile, auf sehr gute Sprüche gekommen. Und wenn dann irgendwie sowas war, wo dann noch Ablehnung mit drin war, habe ich ihr einfach gesagt, nee, das brauchen wir nicht so, so. Es soll alle ansprechen und es soll alle inspirieren und es soll für jeden, der quasi dann da vorbeiläuft, eine, keine Ahnung, sowas wie eine inspirierende Nachricht sein oder so, wenn es dann auch nur ein Gedanke ist oder irgendwas so, dass es halt mal irgendwas anderes ist als dieses ständige, der ganze Alltag, den wir so die ganze Zeit durchlaufen. Und an einer Stelle war auch total cool, da war dann sowas wie ein Rocker da, der, während ich noch was geschrieben habe, stand er, also der war eigentlich mit seiner Familie unterwegs, die sind einfach weitergelaufen, aber er ist stehen geblieben und hat halt geschaut und gelesen, was ich geschrieben habe, so, und dann meinte er so, finde ich cool, was ihr hier macht, so, und hat anerkennenswert so geschaut und ist dann weitergelaufen. Fühlt sich geil an, oder? Ja, auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall, meine Schwester war auch total so, es war ja eigentlich schon zwischen 12 und 2 Uhr nachts so. Und sie war halt auch so, ich bin gar nicht müde, das ist voll cool, das macht voll Spaß. So. Und ich so, ja. Ich stell dir mal vor, wie es dann im nächsten ist, wenn die Cops daneben stehen und sagen, geil, finden wir cool, was ihr hier macht. Das Lustige ist ja, wir sind dann auch zu den Polizisten hier und haben direkt vor ihrer Tür so geschrieben, schön, dass ihr da seid. So. Geil. Ja, und noch lustiger danach war, dass wir dann über eine Ampel gehen wollten und die war rot, ja, Fußgängerampel war rot und es waren gar keine Autos da, außer auf einer Spur, aber die hatten auch rot. Und normalerweise laufe ich dann einfach provokant drüber. Und dann, als ich die ersten zwei Schritte drauf gemacht habe, habe ich gesehen, oh, ist ja Bullerei. Bin ich zwei Schritte zurück, die haben auch gehupt so und ich war am Dauerkichern so, aber die sind einfach vorbeigefahren, haben nichts gesagt. Ja, wenn ihr solche Sachen macht, seid ihr im Auftrag des Herrn unterwegs, da passiert euch nichts. Ja, aber auf jeden Fall, also ich habe dann auch am Ende schon gespürt, okay, jetzt lauf mal wieder zurück. Also es ist auch wichtig, dass man dann nicht zu viel macht und wenn das Gefühl sagt, okay, genug so und zurück, dann einfach sich das auch erlauben, dann zurückzugehen und sich zu entspannen und man hat ja trotzdem ziemlich viel geleistet und das. Ich habe immer die Straßen genommen, wo verdammt viele Menschen vorbeilaufen, so die hauptbefahrenen Straßen. Deswegen dürften da schon so einige ein bisschen was lesen dürfen. Ja, sehr geil. Was ich auch sehr geil finde, ist, wenn ich hier alles so im Chat, jetzt ist er gerade weg. Ich hatte mich gerade darüber gefreut, dass der Eigi auch da ist. Wir sind gerade wieder raus. Ich hoffe aber, dass er uns noch erhalten bleibt und uns heute noch ein bisschen eventuell zu Algiland sagen kann, was ja auch im Buch nicht nur Erwähnung gefunden hat, sondern doch ganz gut bemerkt worden ist. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn das funktioniert. Und würde mich überhaupt freuen, da ist der Algi wieder. Wenn der Algi möchte, kann er gerne sich in den Warteraum einklinken und nach oben gezogen werden. Und dann
Schauen wir dann demnächst. Ach, der kann noch keinen Raum wechseln, steht hier. Alles klar. Na, dann finden wir da auch noch einen Weg, bis das funktioniert. Und hören dann was übers eigene Land und freuen uns dann darüber. Da ist er! Hallo Mallorca. Halleluja, Thomas. Er kriegt das noch raus. Ja, das ist die Technik, macht nichts, ist nicht so schlimm. Wird sich alles noch irgendwie geben. Ja, deswegen, wenn ich den Thomas dann bitte, dass er sich darum kümmert, dann wird das garantiert was werden. Dann würde ich beide nämlich einfach hochschieben in den Raum über mich und dann dürfte das kein großes Problem sein. Ja, alles klar. Ja, Bauri, das ist mit dem Hochziehen, das geht auch aus dem Zuhören raus. Weißt du das Besondere? Weißt du, was der Unterschied zwischen Team und Admin ist? Hier am Server. Lass mich raten, nein. Ich glaube nicht. Glaubst nicht? Gut, dann will ich dir das erzählen. Die Teams, die dürfen zaubern. Wenn es um Wunder geht, dann brauchen wir Admins. Ah, okay. Ich gehe davon aus, dass mir das jetzt irgendwie helfen sollte, aber ich fürchte damit. In Bezug auf Eigi und Hochziehen. Kurze Info, der Eigi ist da und ist jetzt vorbereitet hier aufs Becken. Ja, perfekt. Eigi, Halleluja, kannst du irgendwas sagen? Halleluja. Halleluja. Liebe Grüße nach Mallorca. Vielen Dank, ich bin hier gerade in Cala Muerta, deshalb habe ich vielleicht auch ein bisschen eine schlechte Verbindung. Ich anker gerade hier in Cala Muerta mit Katie. Ach, wie schön, wie gern ich jetzt gerade bei euch wäre. Wobei, hier ist eigentlich schlecht. Aber schön, wie geht's euch da? Ja, alles vom Feinsten, wir sind gestern von Ibiza zurückgekommen. Und naja, heute haben wir gedacht, fahren wir ein bisschen in eine andere Bucht und machen ein bisschen Urlaub. Klingt wunderbar. Das Beste, was man da machen kann, ist freitagsabends bei Bauchi auf Sendung mit dabei zu sein. Und die Gelegenheit zu nutzen, einfach mal das Eigiland vorzustellen. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Leute, die jetzt gerade so richtig interessiert sind, weil das Buch eher neugierig gemacht hat, als aufzuklären. Aber da ich ja wusste, dass es danach auch Sendungen auf OkiTalk geben wird, hatte ich mir schon fast gedacht, dass es da die Gelegenheit gibt, es ein wenig genauer vorzustellen. Magst du mal, so wie du es schon gewohnt bist, ein bisschen über das Eigeland erzählen? Ja, gern. Ich bin das zwar nicht so wirklich gewohnt, aber Eigeland ist einfach ein Platz, ein Land, wo es keine Gesetze gibt, wo es keine Religionen gibt, wo es kein Geld gibt, natürlich, und wo die Leute einfach nach Natur, einfach die Naturgesetze, sage ich einmal, verstanden haben. Zum Beispiel das Gesetz, dass alles, was man rausgibt, also alles, was man tut, auf einen dann wieder zurückkommt, und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann erübrigen sich alle anderen Gesetze, die man machen muss, weil aus einem gesunden Egoismus raus will man ja nichts Schlechtes erfahren, also tut man auch nur gute Sachen. Und ich meine, wenn man Sachen praktiziert, wie anderen Leuten zu helfen, wie soll ich sagen, es ist eigentlich, ich sehe es so als ein Geschenk, wenn ich jemand helfen kann, weil erstens, wenn man jemand geholfen hat, fühlt man sich schon mal gut, ohne einen Hintergedanken, dass man dafür was bekommt, aber man weiß, irgendwie kommt es ja sowieso auf dich zurück, muss ja nicht von der Person kommen, aber wenn man das einfach eine Weile mal praktiziert, dass man einfach versucht, jedem zu helfen, dann verändert sich das eigene Leben sowieso zum Positiven hin.
Und wenn die Leute das endlich mal erfahren, dann braucht gar keine anderen Gesetze mehr oder sonstiges, sondern dann ist es einfach nur logisch, dass man einfach gute Sachen für seine Mitmenschen tut und dadurch selber besser lebt. Jetzt fällt da natürlich, mir fallen da gerade zwei Sachen ein. Zum einen gab es letztens noch in einem Gespräch einen Bericht darüber, wie jemand etwas getan hat. Etwas Gutes, jemandem bedingungslos, ohne dafür etwas zurückzuerwarten und dann quasi über 5, 6 Ecken quasi etwas zurückbekam. Also wo dieses Prinzip, was du da gerade sagst, absolut funktioniert. Zum anderen gab es ein anderes Gespräch, in dem es hieß, auch Hitler hat ja alles getan in der Illusion, etwas Gutes zu tun. Was, wenn man sich ein bisschen mit Hitler beschäftigt, ein bisschen mehr als in der Schule, tatsächlich man dahinter kommt, dass also selbst Hitler nicht umhin kam, alles, was er getan hat, tatsächlich einer Ideologie unterlag, in der es tatsächlich vor allen Dingen für das deutsche Volk um was Gutes ging. Das ist natürlich dann wieder mit einem sehr beschränkten Horizont gesehen. Nun weiß ich aber, dass im Aigiland halt auch offener Austausch darüber stattfindet, was denn eigentlich dann wirklich gut ist. Aber letztendlich, das hast du mir schon irgendwann erzählt, es ist auch wirklich mit dem, hat's mit dem stimmigen Gefühl auch zu tun, ne? Ja, grundsätzlich schon mit dem stimmigen Gefühl. Und man kann natürlich auch nicht immer nur leben und es jedem recht machen. Es gibt natürlich auch Situationen, sage ich jetzt, wenn du eine Beziehung beendest oder sonstiges, dann leidet natürlich eine Person drunter und die findet dich natürlich in dem Moment, du bist Moment überhaupt nicht gut. Ja. Also du kannst ja nicht immer alles einfach das Gegenteil zu tun, was die Gesellschaft, was das System eigentlich tut. Sprich, einfach nicht gegeneinander, sondern einfach anderen Leuten helfen, andere Leute unterstützen und eben diese ganze Sache mehr oder weniger selbstlos machen. Da wird man zwar in der Öffentlichkeit oft angesehen als Idiot, wie dumm man ist, aber im Endeffekt lebt man dadurch doch viel besser. Mir fällt da gerade noch was ein. Nämlich, wenn ich die Hilfe anderer, also mir fällt da zum Beispiel gerade meine Mutter ein, von der ich heute weiß, dass sie immer nur mein Bestes wollte. Das habe ich aber in der Vergangenheit in gewissen Situationen einfach nicht so gesehen, weil mir ihr guter Wille quasi aufgedrückt wurde und mir das in dem Moment überhaupt nicht recht war. Das heißt, letztendlich sagen einem die Leute selber schon, wo sie deine Hilfe brauchen können. Und wenn sie dann nicht fordern und du dazu genötigt bist zu helfen, was ja das Ganze auch schon wieder kaputt machen würde, weil du dir dann keinen Gefallen tust, weil du dir nichts Gutes tust, wenn du was tust, weil du es musst oder immensen Erwartungshaltungen ausgesetzt bist oder gerade einfach keine Zeit oder auch einfach keine Lust dazu hast, ist es, also ich habe festgestellt, dass ich selbst dann, wenn ich nicht helfen kann, gerade selber mit meinen eigenen zwei Händen, ich immer noch helfen kann, die richtige Hilfe zu finden, indem ich dann zum Beispiel eine Anfrage weitergebe und sage, hier, hör mal, ich kann das da gar nicht, aber du machst das doch eigentlich total gerne. Und die andere Person sagt, ja, würde ich gerne, liebend gerne machen, den Kontakt herstellen und dann kann es auch laufen. Und das ist eigentlich sowas, das ist so dieses Miteinander. Und das habe ich, deswegen hat mir das Aigiland, so wie du es mir halt eben auch in den letzten 2 Jahren immer wieder mal vorgestellt hast, das meinte ich mit gewohnt, halt eben auch wirklich sehr gut gefallen hat. Also diese
so wie du davon redest, hat man dann wirklich auch den Eindruck, das ist eine Gemeinschaft. Und das hat mich zum IG-Länder auch gemacht. Und weil ich das Gefühl hatte, dass ich als IG-Länder halt eben eigenständig bin, auch und dadurch ist, also das ist was, glaube ich, was sich jemand, der noch voll im System lebt und in diesem Gegeneinander und das für völlig salonfähig und normal empfindet, fast nicht vorstellbar ist. Ja, eben, und man darf auch nicht zu streng sein mit uns selber und mit den Leuten um uns rum. Wie du gesagt hast, deine Mutter, die will immer nur das Beste von dir, macht aber oft Sachen, die dir nicht recht sind, weil sie hat's ja so gelernt. Wir sind ja alle in dem System aufgewachsen und wir meinen ja alle, dass das, was man hört und das, was wir gelernt haben, ist ja richtig. Nur oft sind die Sachen, die wir gelernt haben, halt nicht so wirklich richtig. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche war Besuch da von Katie und die ziehen auf die Insel mit ihren Kindern und haben eine Schule besucht. Und da war ich sehr positiv überrascht. Wir haben eine Schule gefunden von einem Deutschen, der registriert ist, der also wirklich Kinder unterrichten darf. Und der unterrichtet also die Kinder hier auf Mallorca mit speziellen Experimenten etc. Also das ist absolut keine normale Schule, wo die Kinder mit drin sitzen und zuhören müssen, sondern der macht Projekte, findet durch diese Projekte raus, wo die Interessen, wo die Stärken sind von den Kindern und es wird unterstützt. Also es ist natürlich, wenn ein Kind dann so aufwächst, dann ist das natürlich viel offener und kann das natürlich auch wieder offener weitergeben, als wie wenn jemand in dem System groß geworden ist, wie auch wir, dass wir müssen natürlich da auch komplett umlernen und umdenken. Und das ist oft so, dass man halt sagt, okay, man will immer nur das Beste, man ist aber doch in dem System groß geworden und drückt jemand anders vielleicht was auf, was ja gar nicht gut ist für den, was man aber selbst meint, es ist gut für ihn. Also ich glaube, da gehört auch einfach die Erkenntnis zu, dass jeder auch einfach seine eigenen Erfahrungen machen muss. Das ist nämlich zum Beispiel das, was ich dann so ganz ganz rational, ohne jetzt meiner Mutter, also ich bin mit meiner Mutter im Reinen, ich bin ihr inzwischen extrem dankbar für alles, was sie getan hat und wenn ich das noch so wenig verstanden habe und mein Vater genauso. Aber das ist, glaube ich, was, wo wir alle einfach uns gegenseitig auch einfach helfen können, herauszufinden, wo jemand einfach seinen Weg gehen muss, auch wenn der uns gerade gar nicht gefällt und auch wenn wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so musst du ihn jetzt unbedingt mit der Hand auf die heiße Platte packen. Ich habe dir doch gesagt, dass es heiß. Aber ja, wenn ich nicht weiß, was heiß ist, dann gibt es nur den Weg, es rauszufinden, indem ich auf diese verdammte Platte packe. Also das ist ja auch mit Respekt zu tun, ne? Ja klar, und jeder sucht ja seinen Lehrer. Es ist ja alles eine Lernaktion. Aber wie gesagt, also da war ich positiv überrascht, dass es hier schon jetzt eine Schule gibt. Ein Deutscher macht es anscheinend. Und das ist also offiziell, können da die Kinder eben da in die Schule gehen. Das ist also voll akzeptiert. Aber ist halt ganz eine andere Schule, wie eben eine normale Schule. Wie gewohnt, ja. Und da war ich recht positiv überrascht. Ja, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich denke, wenn ich das nächste Mal auf Mallorca bin, dann würde ich mich über den Kontakt freuen, wenn du den herstellen kannst. Und dann würde ich das gerne mal ein bisschen dokumentieren, interviewen und gucken, was man davon veröffentlichen kann als Inspiration halt auch für andere.
Also da sind ja im Moment halt eben ganz viele Sachen, die da gerade im Kommen sind. Halt so auch ein André Stern zum Beispiel, der da gerade auch immer mehr ins Rampenlicht rückt durch sein Auftreten als jemand, der nie zur Schule gegangen ist, aber offensichtlich keine nennenswerten Defizite hat. Und über die Defizite, die er hat, sagt, ja, ich habe riesengroße, klaffende Lücken, Wissenslücken, aber ich habe halt nie gelernt, mich dafür zu schämen, sondern habe halt eben gelernt, die zu schätzen als Raum für Neues. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, da werden im Moment einfach sehr viele alternative Möglichkeiten zu dem alten Bildungssystem, sage ich jetzt mal bewusst, weil Schulen halt eben, also Schulen bedeutet beschneiden, das wissen die Baumschüler noch, das sind keine Schüler von Bäumen, die davor sitzen und vom Baum was lernen, sondern das sind die, die mit der Säge den Baum bearbeiten und den Schulen beschneiden. Und das steht in direkter Analogie zu unserem Schulsystem, deswegen sage ich Bildungssystem, weil Schule für mich eigentlich schon mal überhaupt gar nicht mehr in Frage kommt in dieser Form. Und ich finde es halt eben, ich finde es toll. Also Mallorca scheint sowieso gerade irgendwie sehr offen zu sein für alles Mögliche, was mit revolutionären Gedanken zu tun hat. Ich kann es auch nachvollziehen, nachdem ich 2 Jahre da gelebt habe und einige Mallorquini kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten durfte, die eine sehr interessante Lebenseinstellung haben. Und ja, ich finde das toll, das zu hören, weil ich denke, da geht was. Ja, auf alle Fälle. Also die werden ihre, zumindest einen von ihren Söhnen werden die da einschulen und die machen mir auch einen Kontakt, weil ich war da natürlich interessiert und die waren auch sehr begeistert vom Boot, von diesem autarken Leben. So wie du weißt, die konnten sich auch nicht vorstellen, dass das alles klappt mit Solar und mit Watermaker und mit Destillieranlage etc. Und naja, die haben gesagt, den Kontakt stellen sie auf alle Fälle her zu dem, weil der Typ, also dieser Lehrer da, also beziehungsweise der die Schule da eröffnet hat, das muss ein super cooler Typ auch sein, logischerweise. Mir geht gerade durch den Kopf, dass ich dafür überhaupt gar nicht nach Mallorca fahren muss. Wenn der Kontakt steht und du vielleicht das Buch in die Hand gedrückt bekommst, dann ist er eventuell demnächst mal bei uns auf Okitalk zu hören und kann selber erzählen, was es da für neue Möglichkeiten gibt. Behalt's mal im Hinterkopf. Ja, ich frage mal in den Raum, ob irgendjemand Fragen an den Thomas in Bezug auf Eigiland hat. Ich weiß, dass einige Leute, die halt eben das Buch gelesen haben, mit entsprechendem Feedback an mich zurückkommen. Was ist denn eigentlich das mit dem Eigiland? So, die waren da schon sehr interessiert. Gibt es irgendwelche Leute, die gerade irgendwelche Fragen an den Eigi haben? Er ist gerade hier bei uns auf Sendung. Wer möchte, kann sich gerne in den Warteraum schieben und wird dann hochgezogen und kann ihr auch selber mitreden und Fragen stellen. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal an das, was wir vor 44 Minuten ungefähr angefangen haben, ins Leben zu rufen, nämlich eine Verlosung. Der Manu hat das erste gedruckte und erste gelieferte Buch zu Hause stehen und würde es gerne original verpackt gerne weiter verschenken, respektive verlosen. Und so haben wir gesagt, ich packe noch 2 Bücher dazu mit einer Widmung des Autoren. Und es funktioniert über das PayPal-Konto von dem Meister Sunface, von dem Manuel, ne? Und das Los kostet 1 Euro pro Los. Bekommt jeder ein Zettelchen geschrieben, also pro überwiesenen Euro gibt es einen Zettel in eine Schüssel nächste Woche zur gleichen Zeit. Dann werden wir eine Verlosung machen und 3 Gewinner ziehen. Und zwar bekommt dann halt einer die allererste Erstausgabe der Druckversion des Buches und dann gibt es noch 2 weitere mit Autorenwidmung zu gewinnen. Ja, an der Stelle merke ich, dass da gerade der Saft ausgeht und dann frage ich mal den Michael,
ob er Lust hat, ein Lied zu spielen. Und mir geht da gerade durch den Kopf, dass ich ihm da heute, das ist völlig egal, ob du Lust dazu hast oder nicht, bitte dich einfach, das zu tun. Ja, das ist interessant. Und wir machen mal einen strange Song, einer aus meiner Phase von, was war denn Ananas? Das muss 2007 rum gewesen sein, habe ich dieses Lied gemacht. Und das heißt We Want to Party. Und ich sag mal einfach Mats ab. Okay. Natürlich habe ich Lust, für dich einen Song zu spielen, Bauch. Ich weiß. Das war halt eine interessante Fragestellung. So blöd ist zu fragen, ne? Ja, so würde ich es nicht sagen, aber jetzt viel Spaß bei dem Song. Thank you.
Also irgendwie höre ich es echt immer noch gerne, auch weil es ein uralter Schinken ist. Kurzer Zwischenbericht auch, da läuft schon das nächste Lied an. Ja, genau. Das Buch mutiert zum absoluten Bestseller gerade. Es sind schon ganze 6 Bücher in der ersten Woche verkauft worden. Also zumindest ist das, was ich einsehen kann. Kann sein, dass schon mehr bestellt worden sind, aber die Bestellung angenommen wurde von 6 Büchern. Lass ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Also ich denke, für die erste Woche kann man sich da nicht beschweren. Ich glaube, es hat andere Leute, die andere Bücher rausgegeben haben, in der ersten Woche keine 6 Bücher verkauft haben. Flitsch, der Michael flitscht. Hier, erzähl mal was. Ja, das ist eine verdammt gute Zahl. Dazu kommt ja, du hast die Bücher ja auch als E-Books draus, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ne? Ja, aber ich glaube, sie sind als E-Book noch nicht verfügbar. Okay, dann. Aber wenn da jetzt schon nach einer Woche 6 draußen sind, dann dürften die Online-Shops sich auch 3, 4, 5 auf Lager legen, wenn die merken, dass das gekauft wird. Und dann, da die E-Books, die E-Book-Läden teilweise mit 4, 5, 6 Läden untereinander vernetzt sind, kaufen die das dann auch für 4, 5, 6 Läden. Das heißt, da könnte dann schon der ein oder andere ran erkennbar sein. Ah ja. Also da hat mir eben der, ich muss immer bei, also du bist der Michael Gruber und der andere ist der Dieter Gruber, der letzte Woche ja auch schon mit in der Sendung war und ein absoluter Netzwerkfreak ist und ein immens großes Netzwerk aufgebaut hat. Der hat mir da eben auch noch auf Skype so ein paar Sachen erzählt, wie man halt innerhalb dieses Netzwerks auch Sachen machen kann. Und also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich mit dem da nochmal zusammentust. Also ich habe ihm da auch eben nochmal gesagt, ich freue mich sehr auf die Sendung mit ihm. Also wenn du mit ihm eine Sendung machst, weil da sind auch nochmal, ich glaube, da sind immense Verbreitungsmöglichkeiten für sowas drin. Das geht mir gerade einfach noch durch den Kopf. Ich bin auf jeden Fall an jedem Kontakt interessiert, selbstverständlich. Ja, schauen wir, dass wir das hinbekommen. Dann habe ich diesbezüglich habe ich auch angefangen. Ihr habt gesagt, ihr steht auch hier, also so im Okitalk, ihr habt auch Kontakt mit Gerald Hüther und André Stern und so, richtig? Du, dafür bin ich noch nicht lang genug dabei, das jetzt, aber ich denke schon. Also beide müssten sagen mir was. Wie gesagt, ich bin noch nicht lang genug dabei und kenne die ganzen Kontakte, die Klaus hat noch nicht. Aber wenn der zuhört, dann wird er zwischendurch dann mal hochkommen und wird uns da zu diesen Kontakten auch was erzählen, vielleicht. Ja, sehr cool. Da werde ich auf jeden Fall mal mit dem Klausi drüber reden, weil das wäre natürlich auch für künftige Sendungen hier natürlich bahnbrechend und obermäßig geil, solche Leute auch noch mit drin zu haben, die dann halt auch noch mal so richtig was erzählen können. Also ich liebe es ja, dem Gerald Hüther beim Reden zuzuhören. Da geht einem ja nur das Herz auf und man muss ständig aufpassen, dass einem nicht der Kopf hinten runterklappt vom Grinsen. So, fände ich auch extrem cool. So, jetzt habe ich wieder so wahnsinnig viel geredet. Gibt es sonst noch jemanden, der irgendwas gerade im Kopf hat, was ja ein Gedankenaustausch sein, ne, und nicht nur hier den Bauch hier wieder zuhören? Hat irgendwer noch was im Kopf? Möchte irgendjemand was sagen? Erzählt mal. Ich habe noch eine Frage an den Eigi. Du hast, deine Reaktion auf das Buch war für mich so wunderschön. So, du hast, also auf das, du hast einfach gesagt, es ist ein geiles Buch. Erzähl doch mal, wie du es empfunden hast. Ich würde mich, ne, das ist ja, weil das ja auch immer was sehr Relatives ist. Lass uns doch ein bisschen von dieser Energie, es klingt wahrscheinlich nochmal ganz anders, wenn du es erzählst. Erzähl mal, was dir durch den Kopf gegangen ist, was dir durchs Herz gegangen ist, als du das Buch gelesen hast. Wenn du magst. Ja, also ich habe es ja die ersten Seiten immer gelesen und mir ist gleich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also ich fand es von Anfang an absolut fantastisch, auch diese, dass man einfach aufzeigt, mal wie es sein könnte. Das war ja auch die Idee von dem Lied,
wo wir zusammen gemacht haben, dass man einfach mal was Positives macht, nicht immer auf das System rumhakt oder sonst was, sondern einfach mal was macht, wie es denn sein könnte, wenn wir alle nur ein bisschen was an unserer Denkweise ändern und ein bisschen einfach den, ich sag's jetzt einmal, Naturgesetzen folgen, weil das ist ja im Buch, geht's ja eigentlich nur darum, dass wir Menschen zurückfinden zu den Naturgesetzen, zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist, was wir einfach nicht mehr beachtet haben durch die ganzen gesellschaftlichen Formen, Religionen und was da alles in uns die sogenannte Zivilisation. Ja, genau. Und deshalb finde ich das Buch einfach absolut fantastisch, weil man einfach sieht, wie es sein könnte, wenn man nur ein paar Kleinigkeiten, jeder an sich, ein paar Kleinigkeiten ändern würde. Und von daher ist es für mich, ich denke, das ist ein ganz super wichtiges Buch für die gesamte Menschheit. Das hört sich heftig an. Das hört sich so an, wie als hätte jemand die Bibel geschrieben. Ich find's fast geiler als die Bibel. Ich meine, du weißt ja, was zum Beispiel passiert ist mit Mary, mit dem Buch Mary hier nur in der Bucht, sag ich jetzt einmal. Jeder hat es auf einmal gelesen und jeder ist irgendwie in dieser Geschichte drin. Und das Buch ist deutliche Erweiterung an Mary, weil das ist einfach wirklich, wie cool sein könnte. Und das bringt Leute, da denke ich, schon zum Nachdenken. Und so soll es sein. Ja, also als Nathan mir davon erzählte, habe ich natürlich auch so, ich wusste natürlich auch mit Mary was anzufangen. Und dann war das bei mir auch so ähnlich, dass ich halt auch gesagt habe, das ist glatt eine Erweiterung. Und deswegen auch die eindeutige Einladung im Buch oder Empfehlung, Mary auf jeden Fall auch mal zu lesen. Also wer noch ein bisschen Zusatzinformationen dazu haben möchte oder Zusatzenergie und das Buch Mary noch nicht kennt von Ella Kensington, ist hiermit nochmal herzlich eingeladen, dieses Buch zu lesen. Auf jeden Fall. Es ist definitiv was dicker als 2020, aber dafür hat man auch 3 Tage Spaß daran. Und länger, weil das ist auch so ein Buch, aus dem man irgendwie nicht rauskommt. Also wenn man das Buch zuklappt, dann ist man irgendwie immer noch im Mary Camp. Ja, sehr, sehr nett. Auf jeden Fall danke für diese Revision. Ich hatte gerade eben noch ein... als du gesagt hattest, das Lied, ne, das Ding ist, dass wir jetzt... Wir haben zwar eine absolut videofähige Aufnahme, aber wir haben noch überhaupt keine richtig gute Audioaufnahme. Da werde ich auf jeden Fall dann auch... also das ist auch was ich auf Tour gerne dann demnächst auch mal machen möchte, wenn ich halt jetzt das Auto zusammen habe. Dann will ich auf jeden Fall mal gucken. Ich habe einige Kontakte, die halt auch auf Aufnahmestudios zu Hause haben oder Aufnahmestudios zur Verfügung haben. Da fällt mir direkt noch eins wieder in Leipzig ein, wo ich schon mal eine Demo-Version vom Wir sind hier Song gemacht habe. Aber im Nebenraum steht eine Gitarre und die Barbara ist gerade hier und könnte die X-Taste drücken und dann könnte ich es mal vorspielen, wenn ihr wollt. Die Algiland-Hymne im Okie-Talk. Ich geh mal die Gitarre holen. Finn, erzähl mal, was dir gerade durch den Kopf geht. Faulfeld, sitzt du wieder da und tust nichts. Ich tu nicht nichts. Ich tu gerade die Untertitel für mein Video machen. Für die Dinge, die vielleicht etwas schwerer zu lesen sind. Und das Video ist auch schon oben. Was ich gerade denke, ja, auf jeden Fall wäre es sehr toll, das Lied mal zu hören. Das habe ich mir auch sehr gewünscht, auch wenn ich die Energie auch bei der schlechten Qualität schon sehr spüren konnte.
und ich sehr verstehen kann, warum dein Video dann sehr wenig positives Feedback hat, wenn man fast gar nichts versteht, aber die Energie fand ich sehr angenehm und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das jetzt spielst, weil genau darauf warte ich schon sehr lange. Okay, ich fühle jetzt einmal die Pause. Kommt gerade die Gitarre. Okay. Was sagen wir an die Ekstase und der Bauch die Gitarre stimmt? Der Bauch stimmt, doch die Gitarre. Oh ja. Ah, da muss ich auch was sagen. Nein, will ich. Also, ich habe das Buch ungefähr 20 Mal gelesen, würde ich sagen. Während der Entstehungszeit, also die Anfänge natürlich dann am häufigsten und den Endteil am wenigsten. Und ja, mir ist zusehends das Herz dabei aufgegangen. Nicht nur das Herz, sondern auch so manche andere Möglichkeiten. Ich habe es sehr genossen, hat mich sehr gefreut, meinen Teil mittragen zu können, ja, einfach, weil ich das sowieso fühle, ja, also das ist sowieso meins, unseres, ja, meins, deins, unseres, wir halt. Und ich glaube, jetzt ist die Gitarre gestimmt. Ja. Ich darf verstummen. Also, hier auf Rocky Talk, bei Bauchlos-Sendung, live zum ersten Mal, die Eigiland-Hymne. Mit einer halben Gitarre, also es ist schon eine ganze Gitarre, aber es ist eine halbe Gitarre, also es ist eine kleine Gitarre und Western. Und sie klingt, was anderes habe ich halt gerade nicht. An, auf der man frei sein darf und kann, lieben alles um uns herum und nehmen keinem mehr was krumm. Oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, 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 wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist. Oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, wenn ihr nur wüsstet, oh, 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 wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben. Super. Übrigens, von Aigi und mir zusammen, ja, ne, geil, einfach hammergeil.
So, was ich auch noch hammergeil finde, danke, die Assistenz nimmt mir sogar die Gitarre aus der Hand hier und Rock'n'Roll. Was ich nämlich auch noch hammergeil finde, was mir auf dem Weg zum Gitarre holen eingefallen ist, ist, dass der Finn einen neuen YouTube-Kanal gestartet hat und da gerade halt eben, wie gesagt, auch sein arbeitet. Und Finn, da sind ja schon Videos drauf, pack doch mal, bitte. Ich habe schon eins verlinkt. Das, was ich gerade erstellt habe. Ah, supergeil. Dann direkt mal alle, die möchten und was Sinnvolles tun möchten, gerade mal auf diesen Link klicken und da, wo Abonnieren steht, auf Abonnieren klicken. Ja, so wird dann Schuh draus. Versteht ihr? Wir müssen unsere Sachen jetzt pushen. Das geht über Mausklicks. Diese Revolution, da ist der Triggerfinger, der Zeigefinger, der wird nicht mehr dazu benutzt, um irgendwelche Abzüge an irgendwelchen Waffen zu ziehen, sondern um den Mausbutton zu klicken. Und je mehr wir das machen mit unseren Inhalten und unsere Inhalte pushen, ja, desto realer wird das dann halt auch alles. Und an dieser Stelle auch wieder die gleiche Sache wie immer. Wem gefällt, was er hier hört, ist gern herzlich eingeladen, einfach mal kurz OkiTalk zu verlinken in seinem Profil einfach oder an irgendwelchen Stellen einen Link auf OkiTalk und kommt doch mal gerade rein. Die herzliche Einladung mal reinzuhören, einfach zu verbreiten und dadurch werden wir immer mehr. So steht das im Buch der Buchen. Im Buchenbuch. Hier hat es gerade geklingelt, ich muss gerade hier, Tito, ne? Hört er? Im Hintergrund, ich kann gerade nicht reden. Finn, wie bist du auf die grottengeniale Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zum Thema 2020, Agenda 2020 aufzubauen? Jetzt ja mal gerade. Ich komme auf solche Ideen. man sitzt da einfach rum und dann beobachtet man, was in seinem Verstand so alles abläuft, wenn man die Gegend um sich herum beobachtet, wenn man die Menschen beobachtet und ich beobachte das einfach und manchmal sind da echt Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, also das könnte ich mir auch aus anderen Perspektiven so anhören, das könnte ich auch mal, also quasi durch andere Leute mir mal geben, weil das ist ja ziemlich geil eigentlich manchmal, wenn so inspiratives Gelaber so und dann das ist schon. Das macht schon Bock und ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, so YouTube, keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich noch nie das richtige Feeling dazu, noch nie das richtige, also Let's Plays für Spiele oder so, hatte ich nie wirklich Bock drauf und irgendwie hat immer so das Feuer gefehlt und jetzt ist es halt da so und jetzt ist halt diese Vision von dieser neuen Gesellschaft, die wir dadurch leben, dass wir einfach neu miteinander umgehen und dass wir diese ganze Qualität, nach der ich mich eigentlich ja auch schon mein ganzes Leben sehne, quasi, nach der ich schon immer strebe und was auch immer schon das Natürlichste für mich war. Und ja, da einfach mal Dinge zu erzählen, Perspektiven darzulegen, andere Sichtweisen auf bestimmte Themen, die vielleicht ein bisschen verrostet sind bei uns und so, einfach inspiratives Gelaber. Das macht Spaß, das geht. Also ich habe jetzt angefangen und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich noch nie dafür irgendwas gemacht habe, so in die Richtung. Und es macht einfach Spaß und es ist einfach leicht. Und solange die Dinge leicht sind und solange sie Spaß machen, weiß ich, dass sie genau das Richtige für mich sind. Also so ähnlich ging mir das damals auch. Als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, hatte ich halt eben ich hatte so das Gefühl, dass die Gedanken in meinem Kopf schon ihren Sinn hatten. Auch wenn ich ihn zum Teil zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht selber verstanden habe. Dadurch, dass ich sie halt eben vor der Kamera schon mal ausgesprochen habe und dann auch die Möglichkeit hatte, sie selber mal laut zu hören, als hätte sie jemand anders gesagt, hat mir wahnsinnig geholfen, Zugang, auch praktischen Zugang zu diesen inspirativen Gedanken zu bekommen. Ich finde das cool, dass du es gerade so gesagt hast, dieses inspirative Gelaber, finde ich, ist nämlich ein krasser Kontrast zu dem informativen Gelaber, das uns die Mainstream-Medien bieten. Wobei ich jetzt nicht gegen die Mainstream-Medien hetzen möchte oder sonst irgendwas, ist einfach gerade so. Aber die machen ja immer noch, da ist ja nicht
Also die sagen halt nur mal einfach nicht, glaubt uns nichts, recherchiert selber, sondern das Gegenteil. Sie verkaufen quasi die Weisheit mit Löffeln, so in der Art. Also mir hat das sehr geholfen, auch selber. Und vor allen Dingen eben durch das immense Feedback, was ich dann zu diesen Gedanken auch bekam, die das dann halt alles erweitert haben. Auch die Negativen, auch in den negativen Feedback, was diese Leute dann Kritik nannten, für mich war das eher Tritte unter die Gürtellinie und sowas verbitte ich mir auch einfach, da habe ich einfach keine, ich brauche das nicht mehr und wer nicht in der Lage ist, seine Gedanken ohne Angriffe oder Persönliches dann irgendwie zu äußern, der hat dann in meiner Wahrnehmung gerade einfach nichts zu suchen, weil mir das nicht dienlich ist in dem Moment, habe ich halt auch einfach festgestellt. Und da gibt es dann halt auch so Buttons, die man drücken kann, da steht Blockieren drauf und da kann man da auch aufräumen. Da kann man halt, ne, und so nach und nach kommt dann halt wirklich auch dann das Feedback bei einem an, das einem auch wirklich hilft, diese Gedankengänge, die man da mal in Gang gesetzt hat, auch zum Schluss kommen zu lassen. Teilweise dauert es Wochen, teilweise dauert es Jahre, bis sich ein Kreis schließt, aber irgendwann hat man immer diesen Aha-Effekt und dann ist man sehr dankbar, dass man ein gewisses Video mal irgendwann gemacht hat. Ja. Es ist auch mehr so wie so ein Anfang, so, oder ein erster inspirativer Gedanke. Das heißt nicht, dass es die vollkommen vollendete Weisheit ist oder so, sondern das ist ergänzbar durch jede weitere Perspektive dazu. So. Das finde ich ziemlich angenehm. Ich grüße nochmal alle quer im Raum. Der Rubin ist auch dazugekommen. Hallo Rubin. Wir haben hier letztens noch gesessen, Asra und ich. Und dann ist der Asra auch aufgefallen, dass sie mich schon viel länger kannte, als sie dachte, weil sie dieses Video von dir, Rubin, mit der Zeitreise vom Anfang des Jahres nämlich auch schon gesehen hatte. Und hier haben wir jetzt gleich zwei Leute, die damit zusammen, der Aigi, beim Aigi auf dem Boot, habe ich mit dem Aigi zusammen dieses eine Video aufgenommen, im damaligen Jetzt. Und dann hat der Rubin in seinem Jetzt das laufen lassen, hat dazu getrommelt, hat das Ganze aufgenommen, das wieder ins Internet gestellt. Und diese Zuschauer konnten dann in ihrem Jetzt dann das halt, und da war schon wieder der Zeitreiseaspekt. Und ich fand's so geil. Steht auch im Buch geschrieben. Und toll, was ich hier gerade so alles. Da sind auch wieder Kreise, die sich schließen. Merkt ihr das? Nicht durch Gedanken, sondern durch Leute, die hier gerade auf einmal zusammenkommen. Ich finde es einfach geil. Kann mir irgendjemand erzählen, warum im Chat immer ständig das nach oben springt? Mein Chat springt immer nach oben. Ich muss ihn immer runterscrollen, runterziehen, damit ich sehen kann, was für Bilder jetzt Nausbar noch gepostet hat. Willst du uns damit irgendwas sagen? Wenn du was sagen möchtest, Nausbar 100, dann kannst du... Na super. Ach, ich bin auch zu blöd zum Lesen. Ne? Aber Nausbar ist auch schön. Na super 100. Wenn du was sagen möchtest, kannst du sehr gerne auch dich in den Warteraum klinken und auch gerne hier oben was sagen. Wir freuen uns über jeden, der Gebrauch von seinem Sprachrecht macht. Ne? Wir sind ja die, die sich auf die Flagge geschrieben haben, dass wir unsere Rechte nutzen, statt sie einzufordern. Ne? Mhm. Ach ja, nebenbei noch schnell heimlich den Simon grüßen, von dem ich jetzt weiß, dass er auch mithört. Hallo Simon. Hallo Simon. Hallo überhaupt an alle, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass ihr dabei seid und euch nicht sehen, weil ihr zum Beispiel über okitalk.com die Sendung mitverfolgt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, knuddel euch alle. Womit wir fast beim nächsten Thema sind. Wollen wir mal über Sex reden? Klar, das ist ein geiles Thema. Also über den Synergetic Energy Exchange und was man damit so alles machen kann und das Kuscheln. Ja, das ist auch was vielen Leuten im Buch sehr gefallen hat. Die Vision von ganz vielen Leuten, die menschliche Denkmäler sind.
knuddelnd und knutschend und sich liebhabend in den Fußgängerzonen, in den Parks und wo auch immer stehen. Gibt es da schon irgendwelche Erfahrungsberichte? Hat schon irgendwer gemacht? Ich bin irgendwie, weil ich die letzten Wochen halt... Meine Füße sind übrigens wieder zu 98% verheilt. Ich bin die ganze letzte Woche, konnte ich schon wieder auf jeden Fall laufen. Aber die zwei Wochen davor habe ich ja auch flach gelegen. Da war ich alles so ein bisschen... Bei mir ist das alles im Moment nicht so ganz möglich gewesen. Aber vielleicht hat jemand anders da schon was gemacht. Habt ihr schon geknuddelt? Ja. Auch öffentlich? Konnte euch da mal jemand sehen? Gibt es da Videos zu? Warum nicht? Wenn nicht, warum nicht? Also Videos gibt es noch nicht zu. Öffentlich sehen? Eigentlich auch noch nicht. Ja, weil es einfach noch nicht so der Moment war. So. Aber eventuell auch demnächst öffentlich und so. Ja, klingt auf jeden Fall super. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade auch schon wieder wahnsinnig inspiriert und hatte da sowieso noch eine Idee zu einem bestimmten Video, was ich immer schon mal machen wollte. Ich glaube, das gehe ich jetzt auch mal an. Aber da erzähle ich dann noch nicht mehr zu. Das könnt ihr dann nächste Woche sehen, wenn ich es bis nächste Woche schaffe. Ansonsten dann demnächst halt. Ja. Und ich kann da auch ein bisschen mehr erzählen. Also es war dann auch wirklich so, dass ich die erste Begegnung war halt wirklich geplant vorher. Wobei ich die Person auch ziemlich frisch kennengelernt habe und so. Und am zweiten Tag, also als ich dann eine Nacht dort gewesen bin, habe ich dann gefühlt, dass ich so diese Verbundenheit so mit dem Internet und die ganzen Impulse, so die so herumschwirren durch die Gegend, habe ich dann wahrgenommen, dass ich da nicht nochmal eine Nacht verbringen werde. Und später hat die Person dann auch gemeint, ja, sie hätte morgen keine Zeit. Deswegen ist es eigentlich ziemlich gut, dass ich jetzt den Impuls habe, so jetzt dazu mich zu verpissen. So. Und da habe ich einfach mal in die Gruppe und auf Facebook einfach so geschrieben, ja, ich bin jetzt da und da. Möchte mich wer einladen? So. Und dann waren da schon einige Einladungen da und ich habe immer geschaut. Es war immer ziemlich schwer, zu den Leuten zu kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, solange es alles sehr schwer ist, möchte ich es nicht machen, weil ich mache gerne Dinge, die leicht geschehen und die einfach so geschehen. Und dann war da echt eine Person und das ging total leicht, da hinzukommen. Und dann war ich auch da und es war total wundervoll, wie man sich so 2020 vorstellt, so erste Begegnung. Und da war auch dann das mit dem Kollegen, der dann von seinem Professor das Buch empfohlen hat, ja, empfohlen bekommen hat. So. Und da habe ich auch... Also es war so richtig familiär, sie hatte auch zwei Kinder so und das war so, das war eigentlich so eher wie eine Familie, so dass ich da dabei war und der Kumpel von ihr so und wir sind dann zusammen rausgegangen und haben halt übelst so tiefsinnige Gespräche gehabt und viel gelacht und keine Ahnung, das war so richtig so, also von außen hat es ausgesehen, als wären wir schon eine langjährige Familie und das haben die Leute auch gedacht in dem Moment. Und dass einfach diese Vertrautheit und diese perfekte Basis für die Kommunikation einfach dann da gewesen ist, das war total wundervoll. Und am nächsten Tag dann aber auch direkt gleich wieder gefühlt, dass ich auch wieder nicht, also eigentlich wollte ich am Sonntag dann nach Hause gehen, aber ich habe dann gefühlt, dass ich noch nicht nach Hause gehe. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich dann gehe. Und dann habe ich mal ein bisschen wieder die Fühler rausgestreckt und dann habe ich sogar jemanden gefunden. Und das war total, also auch von ihrer Seite total spontan und total intuitiv und die Begegnung war extremst wundervoll, also auf jeder Ebene und der Austausch und die Kommunikation und auch dann die Berührungen und das Rumknutschen und auch das Meer noch. Also es war schon wow, also es, und dann wusste ich, dass ich jetzt schon auf der Reise bin. So, eigentlich wollte ich ja erst Anfang September anfangen zu reisen, weil ich habe ja jetzt hier alles abgebrochen und ich gehe einfach auf Reisen und gehe so mit immer Leuten begegnen und immer halt meinen Impulsen folgen und so. Ich möchte mich hier nicht an irgendeinen Ort binden und dann mich verkümmern lassen. Und ja, dann wusste ich, okay, jetzt bin ich eigentlich schon auf Reisen, auch wenn ich jetzt nochmal quasi nach Hause komme. Es ist eigentlich nur noch ein Zwischenstopp und ich bin eigentlich jetzt in diesem Flow und ich fließt dann auch wieder hinaus und dann werde ich wieder vielen coolen Leuten begegnen und das auf jeden Fall weitermachen, weil es ist unheimlich bereichernd und unheimlich inspirierend und unheimlich schön. Ja.
Ja, auf jeden Fall sehr schön. Im Chat schreibt der Manu gerade, interessant, ich habe gerade mit PayPal gesprochen. PayPal, wie auch immer. PayPal. Und schreibt, also 1,9% gehen an PayPal. Wenn wir es über den Verein laufen lassen, sind es nur noch 1,5%. Vielleicht sollten wir das was anderes als PayPal nutzen. Am besten ein Konto von jemandem, der arbeiten geht oder so. Ich würde sagen, es verkompliziert es ein wenig. Lass dafür das, was wir die machen, sollen die ruhig auch was verdienen. Ist okay, 2 Cent pro Euro können wir mit leben. Lass es machen, ist okay so, oder? Irgendjemand irgendwelche massiven Einwände? Also ist mir lieber... PayPal kriegt da 1,9% von als deutsche Finanzamt 50%. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir halt den Verein, also wir können es über den Verein verifizieren, indem wir den Verein als Geschäftsführer des Kontos einrichten. Und der muss dann halt seine Gemeinnützigkeit nachweisen und dann müssen wir nur 1,5%, also 4%, 0,4% weniger abdrücken. Lohnt, denke ich, den Aufwand nicht, wenn wir da eine einwöchige Aktion draus machen wollen, bis nächsten Freitagabend in die gleiche Zeit, 21.21 Uhr übrigens gerade. Komm, scheiß drauf. Wir machen das so und nicht über Verein. Also wie gesagt, mit dem Verein müssen wir jetzt mal gucken, inwiefern sich das überhaupt... Also wir haben letzte Woche waren Asra und ich schon halt bei den beiden anderen Vereinsmitgliedern, die noch übrig sind. Und haben halt mit denen auch schon gequatscht. Und da waren noch so ein paar Unstimmigkeiten. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir das wirklich darüber machen. Wenn es verkompliziert wird, ist es irgendwie nicht unseres. Lass da ruhig 1,9% an PayPal gehen. Komm, spielen wir ein bisschen. Nur ein bisschen Einsatz kann man ja auch zahlen. Ne? Oder? Wie seht ihr das? Ja klar, easy. Haben ja genug. Würde ich auch meinen. Also Manu, wenn du noch bereit bist, dein Konto dafür zur Verfügung zu stellen, dann poste doch noch einmal die Adresse, die E-Mail-Adresse zu deinem PayPal-Konto in den Chat und dann werden wir das die nächste Woche auch noch ein bisschen pushen und dieses Gewinnspiel ein wenig in Facebook verbreiten und die Leute wissen lassen, dass es 3 Bücher zu gewinnen gibt. Einmal nämlich das allererste Buch, das gedruckt und versendet und angekommen wurde, bis vor die Haustür geliefert. Und dann noch 2 weitere mit Widmung des Autoren. Und wer möchte, kann pro Euro ein Los kaufen, pro Euro, der überwiesen und auf Manus PayPal-Konto eingeht. Gibt es einen Zettel mit dem Namen drauf in eine große Schüssel und nächste Woche um die gleiche Zeit sitzen wir wieder hier und freuen uns über jeden, der gewonnen hat. Mit jedem. Also mir wäre auch lieber, wenn wir einen Spendenbutton vielleicht auf deiner Homepage oder so einbinden können. Also die Frau hat mir abgeraten, einen direkten Spendenbutton in Facebook einzubinden, weil den man dann wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Netz rausbekommt unter Umständen. Also auch dann meine E-Mail-Adresse würde ich ungern weitergeben. Also es wäre nett, wenn wir das über einen Spenden-Button, dann über einen Homepage-Link oder sowas, den wir dann rausgeben, machen könnten. Kannst du gerade was anderes machen? Kannst du dir bitte auf Yahoo oder GMX oder sonst irgendwas eine E-Mail-Adresse einrichten, die 2020buch@yahoo.de meinetwegen heißt, die du als Weiterleitung einrichtest, weil dann können wir es nämlich trotzdem nutzen und dann geht dennoch alles quasi, dann musst du nicht deine private oder PayPal-Adresse rausgeben, sondern gibst diese raus und die ist dann weitergeleitet auf deine Adresse, die dann keiner sieht. Ist das machbar? Ja, okay. Cool. Ah, ich liebe es. Problemlösung. Puff.
Das heißt ja, hier immer noch Questlösung. Bitte? Das heißt hier immer noch Questlösung. Ja, genau. Herausforderung und Lösung. Ja, ja, Questlösung. Finde ich auch geil. Finde ich gut. Ja, muss ich mal auch noch. Die neue Terminologie. Dafür sind wir hier, um das alles zu lernen. Ne? Questlösung. Finde ich gut. Dann brauchen wir das andere P-Wort nicht mehr zu benutzen. Von P auf Q weitergegangen. Das ist cool. Das nächste ist dann mit R. Reto heißt es dann im Spanischen. Das heißt ein Rätsel. Rätsel. Rätsellösung. Ich erzähle doch sowieso die ganze Zeit. Wir können im Prinzip schon auf R weitergehen, weil ich erzähle immer, dass Probleme für mich im Prinzip mittlerweile in meinem Leben eigentlich den gleichen Stellenwert haben wie Kreuzworträtsel. Da bastle ich quasi auf die gleiche Weise nur rum. Ich leide dann nicht mehr drunter, sondern sitze dann auf dem Klo und löse ein Rätsel und komme mit einer Lösung wieder runter. Always, ne? Zum Beispiel. Cool. Ja, es war auch total lustig, die Begegnung, die ich von Freitag auf Samstag hatte. Also es war echt total, ich habe ihn komplett quasi geupgradet. Und weil er auch total offen war und dann hat er auch sofort diese ganze Terminologie und wenn wir dann irgendwie irgendwie shoppen waren so, einkaufen so, meinte er so, ja, es gab nicht so viel EXP, also nicht so viele Erfahrungspunkte, aber dafür guten Loot, also so gute Beute halt, ne, weil wir halt einfach nur einkaufen waren und davor beim Gespräch halt eben halt sau viel EXP so gemacht. Ja, war schon lustig, das so zu betrachten. Ja, ist das da würde ich gerne, das ist auch ganz gut, dass du auch immer noch zu sprechen kommst, weil so diese Gamer-Terminologie, die könnten wir gerne da auch noch ein bisschen weiter kultivieren. Also ich habe an der Stelle, kann ich es auch nochmal sagen, ich muss mal schauen, ich habe die Spielregeln zum Nuera-Spiel, was für mich so das erste selbstprogrammierte Spiel war auf der Online-Konsole, ohne damals überhaupt zu wissen, dass es sowas wie On-Mind-Gaming gibt, aber wo mir schon bewusst wurde, man kann das Leben auch spielen wie ein Computerspiel, aber noch nicht so gesehen hatte, wie ich es dann irgendwo beim Kumpel dann irgendwann, als die dann gezockt haben und ich da mit, also das war halt sehr interessant, 2009 auf 2010, der Jahreswechsel, da war ich halt beim Kumpel und in der Woche waren dann halt auch noch drei andere Freunde von ihm da und dann saßen wir dann im Prinzip mit fünf Leuten in seinem Wohnzimmer mit vier Xboxen aneinander geschlossen und vier riesenfetten Monitoren und die spielten halt ihre Ballerspiele und ich saß mit meinem kleinen Netbook mittendrin und habe einen Weltfrieden installiert, fühlte mich wie in Basra, die ganze Zeit war es da nur am Rumballern. Und ich dann aber halt auch gesehen habe, ich sah denen beim Zocken zu und sah, wie meine Hände da halt auf meinen Tasten rumdrückten und die drückten auf ihren Tasten rum. Und dann kam es mir so, hey, was ihr da macht, ist nichts anderes als was ich mache. Was ich da mache, ist nichts anderes als was ihr macht. Wir versuchen letztendlich, und das geht um mein ganzes Leben schon so, im Prinzip im richtigen Moment den richtigen Knopf zu drücken. Meistens im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel. Und das Ganze nach Möglichkeit, aber dann auch eben ohne den Spielfaktor, den Spaßfaktor im Spiel zu verlieren. Also es gibt natürlich auch Leute, die zocken irgendwelche Computerspiele und gewinnen nicht, ja, und sind dann so frustriert. Also ich kann mich an einen Freund erinnern, so zu Zeiten, wo es noch Amigas und Joysticks gab, wo er dann irgendwann voll ausgerastet ist, weil er schon wieder irgendein Rennen nicht gewonnen hatte und dann den Joystick aus dem Computer reißt und mit dem Joystick einen Nagel in die Wand haut. Ja, sowas, das ist quasi, ne, ein Ausraster beim Computerspielen, aber wir kennen halt alle auch genau diese Ausraster irgendwie im realen Leben. So, das ist gar nicht, das ist alles so ähnlich. Und da kam mir dann halt eben diese,
da war es dann halt wirklich extrem sichtbar. Aber ich habe halt Jahre vorher eben schon dieses, da habe ich das schon gesehen, dass ich spiele mein Leben, ich zocke mein Leben. So, ne? Und dann habe ich halt eben dieses Nuera-Spiel gespielt, in dem es letztendlich darum geht, möglichst viele grüne Punkte, die man sich durch glückliche Momente auf sein Konto setzen darf, zu bekommen und möglichst wenige rote Punkte, die man durch unglückliche Momente hat. Und dieses, es gibt eine Regel, ne, sammel möglichst viele Punkte. Und dann sind aber noch ein paar Seiten mit Anregungen und Ideen, die dann letztendlich das Ganze nochmal ein bisschen umsetzbarer machen, auch im Alltag. Und ich weiß nicht, also ich muss wirklich mal die Spielregeln nochmal aus dem Buch extrahieren. Die habe ich nämlich in meinem ersten Buch, also eigentlich das zweite Buch, weil das Buch vom Universum habe ich, nee, das stimmt doch gar nicht. Das Buch vom Universum war das zweite. Und, nee, das stimmt, nein. Das Buch vom Universum war das erste Buch, was ich geschrieben habe. Und dann kam, also Fragezeichen, Ausrufezeichen, das dann demnächst auch nochmal neu verlegt wird und auch dann bei BOD käuflich erwerbbar sein wird. Natürlich auch das weiterhin als PDF kostenlos zur Verfügung steht. Aber da habe ich die Spielregeln zum Nuera-Spiel in einen Anhang gesetzt. Ich muss es da einfach mal rausziehen und dann kann ich das nochmal neu irgendwo online stellen und dann kann ich das hier auch mal verlinken, damit ihr da auch Zugriff zu habt, weil das ist ein schönes Spiel, in dem man, das ist ein Einstiegsspiel und das ist auch was, was bei mir seitdem ständig im Spielslot mitläuft. Das ist eins der Spiele, die ich parallel spiele. Und ich habe inzwischen ziemlich viele grüne Punkte auf meinem Konto. Aber da waren nämlich auch die Erfahrungspunkte mit dabei. Und dann gibt's noch ein Kung-Fu-Level und dann gibt's alle möglichen Sachen, also ziemlich viel, wo man halt seine Displays, seine Head-Up-Displays nutzen kann und aufbauen kann. Da ist ziemlich viel schon da drin. Also es ist ein gutes Einsteigerspiel für Leute, die anfangen, ihren Kopf zu benutzen als Konsole. Kopfkonsole. Geile Sache auf jeden Fall. Und auch immer so, ich habe mich ja immer danach gesehnt, so eine virtuelle Realität, wo man wirklich auch mit allen Sinnen so und wo auch jedes Gebäude wirklich betretbar ist und wo man alles machen kann, wo man scheißen kann, wo man essen kann, wo man entscheiden kann, ob man jetzt ein Gangster ist, der rumballert oder einfach irgendein Künstler oder so, wo halt einfach alles geboten ist. So, da GTA kam in der Hinsicht schon auf eine gewisse Weise nah ran, aber irgendwie auch nicht wirklich so, weil das halt nur das Geballere war. Und Sims war dann auch eher so zu wenig so und irgendwie alles zu wenig und immer so unzufrieden, weil da einfach so viel mehr sein könnte. Und jetzt bin ich inzwischen so dann auch mal über Klarträumen und so, aber das war dann auch zu inkonsistent und jetzt einfach so, Das Leben ist ja dieses Spiel, wonach ich mich die ganze Zeit sehne. Scheiße, Mann, wie habe ich das nur nicht mitbekommen, so weißt du? Du hast nur vergessen, ne? Ja, ja. Hier kann man ja auch alles machen, hier ist ja alles möglich, so. Weil das war immer so, ja, Realität ist zwar auch ganz cool, aber da ist man so eingeschränkt und da gibt's so wenig Möglichkeiten, so. Aber das ist ja nur eine Sichtweise im Endeffekt und nur eine beschränkende Sichtweise und, man kann auch eine andere Sichtweise haben und dann ist es eben nicht einschränkend, sondern man kann tun und lassen, was man möchte. Ja, das ist es ja. Letztendlich kannst du ja jederzeit tun und lassen, was du möchtest. Das ist den meisten Leuten nicht bewusst, weil sie sich halt einen Haufen verbieten lassen und dann meinen, sie könnten nicht tun, was sie gerne wollen, aber sehen nicht, dass sie selber die Instanz sind, die ihnen da im Wege steht. Ne? Und wenn man halt eben anfängt, online zu zocken, dann relativiert sich das irgendwann und dann erlaubt einem diese Instanz dann immer mehr, bis hin dazu, sich zum König von sich selbst zu erheben, wodurch man letztendlich einfach nur ein freier Mensch wird. Ja, total geil. Wäre doch ein guter Zeitpunkt für einen Song, oder?
Jein, aber ich, ja, können wir gleich auf jeden Fall nochmal machen. Hier fragt gerade ein André Kosig im Facebook mich, ob wir denn für das Buch schon eine eigene Webseite haben. Und er druckt es im Moment schon im Plural aus. Habt ihr für das Buch schon eine eigene Webseite? Wollt, habe ich euch geschrieben, nein. Und er schreibt dann, wollt ihr mal eine Domain registrieren? Wäre das nicht was? 2020 die neue Erde.de. Sagt mal, brauchen wir für das Buch eine eigene Webseite oder was meint ihr dazu? Was soll ich dem André antworten? Überlegt mal, ich hole in der Zwischenzeit den Franz Leopold mal hoch. Perfekt. Dürfen wir auch jetzt schon antworten, oder? Ja, antworte. Ich schreib dem André derweil mal, wir beraten. Ja, kann auch auf orkitalk.com die Beratung mitverfolgen. Das ist geil. Genau, das schreibe ich ihm. Ja, also so vom Gefühl her bräuchten wir es nicht. Also so vom Energieaufwand und Effizienz-Output so haben wir eigentlich alles schon, was gebraucht wird. Und jeder, der das Buch gelesen hat, so weiß eigentlich schon alles, worum es geht. So. Und wenn man das mal bei Google eingibt, kommt man ja eh früher oder später einfach auf die Facebook-Gruppe und da ist ja alles am Geschehen, so, wer das mitverfolgen möchte. Deswegen noch eine eigene Seite. Das, ich weiß nicht, also. Also, ich habe in der Vergangenheit schon angefangen, möglichst viel ohne, also, ich bin ja sowieso der P2P-Freak, ne? Und mache sehr viel halt P2P, also, ich habe auch diese Analogie, ich habe auch diese P2P-Economy ins Leben gerufen, in der es quasi darum geht, Person zu Person Handel zu betreiben, in dem Sinn quasi vor allen Dingen aber eben ohne, dass ein zentrales Gremium, ein Server dazwischen geschaltet ist, so in der Analogie, und habe halt eben so gut ich konnte sowieso schon getan, was ging, um solche Sachen zentral irgendwas möglichst rauszulassen. Deswegen habe ich in der Vergangenheit eher mit Hashtags gearbeitet, weil ich mir dachte, die verbreiten sich leichter, weil wenn wir nämlich jetzt eine Webseite fürs Buch machen, dann müssen wir die natürlich auch bewerben. Und das Buch bewirbt sich eigentlich schon fast selber. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, was ich dem André da jetzt sagen soll. Wir lass mal gucken, was mal noch an Ideen aufkommt. Vielleicht halt eben eine andere Webseite, eine, die, also letztendlich habe ich meine jesusurlauber.net, in der natürlich auch das Buch, ach du Scheiße, da hat's Buch, oh danke, dass ich da gerade drüber rede, mir fällt gerade auf, dass ich auf meiner eigenen Webseite das Buch noch überhaupt gar nicht, das werde ich dann auch mal machen, ne, aber, ist halt die Frage, was wir halt eben für, was diese Webseite dann überhaupt für einen Inhalt hätte, außer das Buch. Ja, ist es noch jemand zu uns hochgekommen, der was sagen möchte? Bitte den Mund aufmachen und Gedanken fließen lassen. Ja, ich bin hochgekommen, weil ich erst eingeschaltet habe und dann habe ich echt ein wenig zugehört. Und mir fällt komplett davon, von was ihr da sprecht. Ich registriere ein Spiel, sprecht vom Spielen. Bin ich da jetzt richtig? Das ist das im Buch beschriebene On-Mind-Gaming. Es geht im Prinzip darum, den Kopf wie eine Konsole zu sehen, wahrzunehmen, wirklich wahrzunehmen, dass unser Kopf wie eine Konsole funktioniert und die Möglichkeit zu bekommen, ein Fraktal weiterzugehen
und nicht mehr die Figur auf dem Spiel, auf dem Bildschirm zu sein, die wir normalerweise sind, sondern da uns daran zu erinnern, dass wir nicht die Figur auf dem Bildschirm sind, sondern eigentlich derjenige, der auf dem Sofa sitzt und den Controller in der Hand hält. Das hilft unheimlich dabei zu erkennen, was dahinter steckt, wenn es heißt, wir sind für unser Leben selbstverantwortlich. Wir sind die, die alles, was wir wahrnehmen, so wahrnehmen, wie wir das tun. Das ist ein Verb, das ist ein Tu-Wort. Das kann man trainieren. Und diese Analogie zu den Computern ist im Prinzip eine Hilfe dabei, sehr effektive Hilfe, die Matrix, in der wir uns bewegen, noch viel besser, die wir um uns herum bewegen, während wir im Hier und Jetzt quasi auf dem Sofa sitzen und den Controller in der Hand halten, wieder als solche wahrzunehmen und nicht, und um aus der Illusion rauszukommen, dass wir durch eine materielle Welt laufen würden, was so nicht ganz richtig ist. Reicht dir das als Antwort oder soll ich ein bisschen genauer erzählen? Nein, ich habe schon geblasst. Jetzt könnt ihr mich natürlich kritisieren und könnt auf mich ein bisschen herbecken und losgehen. Ich verstehe den Sinn nicht, warum ich Computer spielen muss, soll, darf, kann, will, um mein Bewusstsein zu erweitern, was eine ganz andere Materie ist. Da kann die Konsole nicht mit, wenn ich mein Hirn, mein Geist verwende, dann kann der Konsole, ein Computerspiel niemals mit, weil diese Spiele sind ja künstlich geschaffen, um etwas zu bewirken. Genau. Und das ist der bloße, aber ich jetzt nicht ganz, was der Hintergrund wirklich sein sollte. Ist es aus der Spiellust außer, oder denkt ihr wirklich, dass man über diese Spielvarianten Geist, Bewusstsein, spirituelle Seele ganz einfach in die Höhe heben kann? Wir denken das nicht, sondern wir erleben das. Und seitdem wir das Buch gelesen haben, tatsächlich noch viel intensiver. Es ist eine Analogie. Tatsächlich ist es so, dass diese, wenn man genau hinguckt, kann man das sehen. Man muss es allerdings sehen wollen. Und ich sage direkt dazu, dass diese Terminologie, in der wir hier gerade sprechen, nicht unbedingt flächendeckend für jeden die passende ist. Aber es ist für eine ganze Generation von Menschen, die seit 10 Jahren, 20 Jahren vor ihren Bildschirmen sitzen, tatsächlich eine sehr gute Stütze. Wie du zum Beispiel als Beispiel. Mich fragte vor geraumer Zeit, paar Tagen, jemand: Ich denke da immer solche Gedanken und bla bla, was soll ich denn damit machen? Meine spontane, aus der Luft geschossene Antwort war: Zieh es unten rechts in den Mülleimer. Wie du das vom Computer kennst, kannst du mit deinen Gedanken wie mit Daten oder mit Dateien arbeiten. Und wenn du jetzt was auf deinem Bildschirm hast, im Buch wird das so erklärt, dass die Vorstellung quasi ja ein Bildschirm ist, da laufen ja zwei Bildschirme vor dir, du siehst ja nicht nur, also im Prinzip, wenn du zum Beispiel tagträumst, wirst du mir beipflichten, dass du in dem Moment völlig real in deiner Vorstellung ja gewisse Sachen siehst. Und das sind zwei Bildschirme und die kannst du nutzen, die kannst du ganz bewusst nutzen. Im Computer, bei den Computerspielen ist das zum Beispiel, dass du Head-Up-Displays hast. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt ein Autorennspiel hast, wo dann auf dem Bildschirm dann auch noch dein Tachometer angezeigt wird oder ein Navigationssystem, wo du die Strecke drin sehen kannst oder solche Sachen. Das sind Head-Up-Displays. HUDs. Und die kann man tatsächlich effektiv im Alltag nutzen, um alle möglichen Sachen zu machen. So, und dieser Frau hat das sehr geholfen, dass ich gesagt habe, weil sie das von ihrem, weil sie auch seit Jahren vor ihrem Rechner sitzt und mit Dateien, die sie nicht mehr braucht, halt eben genauso verfährt. Sie einfach, bei mir ist einmal unten rechts der Mülleimer, aber ne, egal wo ihr den Mülleimer habt, zieht's in den Mülleimer. Das hat einen Effekt auf Gedanken dieser Art, weil du auf einmal schon mal ganz anders damit umgehst. Du gehst völlig anders darauf ein. Du vor allen Dingen
identifizierst du dich nicht mehr mit den Gedanken. Du weißt, es sind einfach nur Gedanken, aber das bin nicht ich. Und ich muss mich auch nicht schlecht fühlen, weil ich solche Gedanken habe. Wenn ich mich schlecht fühle, weil ich solche Gedanken habe, weil sie Unwohlsein in mir auslösen, wenn ich sie denke, ist das Beste, was ich damit machen kann, mir zu visualisieren, und jetzt kommen wir nämlich genau da an den Punkt, wo das sehr, sehr ähnlich wird wie mit den Computern, wie visualisiere, wie ich diesen Gedanken wie eine Datei in den Mülleimer ziehe. Da kommen 3, vielleicht noch 5 von solchen Gedankendateien. Und wenn ich 3 bis 5 Mal bewusst diese Aktion hintereinander damit gemacht habe, dann hat sich mein Unterbewusstsein umprogrammiert und macht es schon, wirft die schon gar nicht mehr überhaupt auf den Bildschirm. Verstehst du, was ich meine? Da ist eine Analogie im Verhalten. Wir haben also letztendlich, sehe ich, eine Generation von Menschen, eigentlich 2 bis 3 Generationen von Menschen, die es gewohnt sind, auf ihren Bildschirmen Dinge zu tun, die sie in ihrer Vorstellungskraft, in ihrem Alltag anwenden können. Hilft das weiter? Ja, ich verstehe das. Ich habe selber einmal gespielt, aber nicht so Ding, und ich tue ja nicht zocken oder irgendetwas, sondern wie man mit dem PC in unserer Generation über 50 damit umgegangen ist, hat man halt ganz einfach das alles gemacht. Aber ich habe euch letztens zugehört, da, und hätte mich auch eingelinkt, aber da bin ich nicht zum Zug gekommen. Und zwar, ich habe ja einen anderen Zugang zum Leben aus der schamanistischen Anschauung, aus der tiefen Spiritualität. Und ich betrachte das Leben ganz einfach als ein Spiel und spiele es auch. Und jetzt verstehe ich einen Grund nicht, ich habe genug zu tun, das Leben zu spielen in dem, was ist. Warum muss ich mir, oder ist es wichtig, dass ich mich außerhebe und Computerspiel spiele, wo ich die Zeit mir stelle, wenn ich es jetzt so sage, auf dem Planeten, wo ich lebe, dass ich nicht Mensch sein kann. Weil die Realität des Lebens ist ja nicht vergleichbar mit jetzt einem Computerspiel. Und doch eben schon, genau darauf wollen wir hinaus. Was? Pass auf, das Ding ist folgendes. Du machst quasi, ohne dir darüber gerade bewusst zu sein, genau das Gleiche wie wir. Du machst es nur mit einer anderen Vorstellung. Und wenn ich dir jetzt sage, wir haben hier einfach nur eine neue Terminologie geschaffen, auf der wir uns quasi auf einem spirituellen, auf einem geistig aktiven Level unterhalten und bewegen können, dann ist das mit dieser Terminologie On-Mind-Gaming und allem, was dahinter steckt, das Internet, was mit Telepathie zu tun hat, und all diese Sachen, wo wir auf einmal Zugang dazu bekommen, praktische Übungen im Alltag, im realen Leben machen zu können, wo andere Leute, wenn du denen mit irgendwelchen spirituellen Termina kommst, die nach der Kotztüte fragen, weil die halt damit überhaupt nichts anfangen können, weil die nichts mit Chakren oder sonst, da gehen die flöten, da hauen die ab, da haben die keinen Zugang zu. Aber genau den gleichen Dingen finden sie auf einmal Zugang durch einfach nur eine andere Terminologie, durch einfach eine andere Sprache. Und das ist das Tolle daran, dass halt Milliarden Menschen gerade sich mit dieser Terminologie auch identifizieren können. Nicht jeder, sage ich. Du zum Beispiel bist gerade ein sehr willkommenes Beispiel dafür, dass ich das auch gerade einfach so sagen kann, der diese Terminologie nicht braucht, weil du ja schon Zugang dazu hast. Aber andere haben das halt nicht, weil solche Sachen dann halt eher mit spirituellen Sachen zu tun haben, und da ziehen die sich, da krempeln sich deren Fußnägel hoch. Verstehst du, was ich meine? Die erreichst du damit einfach nicht. Das hört sich für die alles nach religiösem Blabla an, und dann machen die Schotten dicht. Wenn ich aber genau den gleichen Leuten auf einmal vom Online-Gaming erzähle, sind die auf einmal wie gefesselt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe das schon. Aber die Erkenntnis,
ist für mich sehr schwierig nachvollziehbar, weil dieses, egal welches Spiel es ist, nur ein minimaler Abklatsch dessen ist, was der Mensch ist und für eine Fähigkeiten. Und weil ich da letztens zugehört habe, ist mir ganz einfach eins gekommen, da fehlt ganz einfach die Seele drinnen. Der Mensch denkt, er kann mit dem Kopf, mit dem weggehen und kann seinen Körper ganz einfach lassen. Und das stimmt nicht. Wir sind in diesen Körper reingeboren und der gehört zu uns. Und wenn ich jetzt zum Beispiel spirituelle Reisen mache, dass ich sage, ich gehe aus meinem Körper raus, dann ist es nicht so, dass ich aus meinem Körper rausgehe, sondern ich nehme meinen Körper mit. Der Körper, das bin ich. Ich bin in meinem Körper, menschlichen Körper drinnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Spiel eine Konsole nehme und in Gedanken zum Beispiel nur im Kopf das alles mache, dann vergieße ich eins, dass mein Körper, wo ich auf der Erde lebe, ganz einfach minderwertig betrachte, weil ich denke, ich kann das alles mit dem Kopf machen. Ich kann das Spiel mit dem Kopf machen und ich kann meinen Körper auf die Couch dorthin gehen und dann kann ich geistig spielen. Ja. Finn, ich höre dich schon seit 3 Minuten schreien. Denk bitte laut. Und zwar, Franz, es geht hier nicht darum, dass wir nur quasi auf Kopfebene bleiben, dass wir quasi ohne Seele irgendwas tun, sondern in dem Moment geht es einfach darum, dass wir ja sowieso schon in diesem Spiel ja auch sind, aber und auch so oder so auch unseren Kopf benutzen, aber die Art und Weise, wie wir unseren Kopf aktuell benutzen, ist eine sehr beschränkende Art und Weise, die uns auch auf körperlicher Ebene einschränkt, siehe irgendwelche Krankheiten, die durch irgendwelche psychischen Probleme hervorgerufen sind oder auch Placebo, so, weißt du? Also das ist ja alles vom Kopf her. Und auch seelisch schränken wir uns ein, wenn wir uns verbieten, unseren inneren Herzimpulsen zu folgen und einfach unserer Intuition zu leben. So, das kommt, passiert quasi auch durch den Kopf. Und was wir jetzt hier machen, ist quasi, dass wir unsere Kopfkonsole upgraden, sodass sie in Harmonie mit unserem Körper und mit unserer Seele genau das ausleben kann, quasi als Dreiheit dann, Trinität sozusagen, als Harmonie zwischen den dreien, damit der Kopf dann nicht quasi den anderen zweien in den Weg so spielt und dass der Kopf uns nicht verbietet, eine wundervolle Erfahrung hier zu machen. Und genau das meinen wir hier, wenn wir jetzt sagen, dass wir was spielen. Wir spielen ja so oder so was und die meisten spielen halt eben, dass sie jetzt früh aufstehen und dann zur Arbeit gehen und die Arbeit ist scheiße und sie haben gar keinen Bock drauf und ihr Chef ist scheiße und sie müssen das halt machen, weil sonst können sie ihre Familie nicht versorgen und so weiter und so weiter. So diese ganzen, das ganze Programm halt eben. Und das ist eben aktiv und das verhindert eben, dass wir unseren Träumen folgen und unser Herz einfach ausleben. Und deswegen tun wir das hier jetzt gerade und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt bewusst unsere Kopfkonsole in dem Moment oder unseren Verstand einfach anfangen zu benutzen und verstehen, wie er funktioniert, damit wir eben auf allen Ebenen manifestieren können, was wir jetzt hier erleben wollen und damit wir auf allen Ebenen uns einfach ausleben und einfach glücklich sein können. Und das können wir nicht, solange wir einen Aspekt davon vernachlässigen. Wenn wir den Körper vernachlässigen, dann können wir das nicht. Und wenn wir unsere Seele, ich weiß gar nicht, kann man seine Seele vernachlässigen? Keine Ahnung. Aber man kann auf jeden Fall mit seinem Kopf den Kontakt zu seiner Seele abschneiden durch ganz viele Gedanken. Und wenn wir das eben nicht tun und wenn wir stattdessen uns darauf konzentrieren, eine Harmonie zwischen allen Instanzen herzustellen, dann können wir das Leben auf sehr geile Weise genießen und auf sehr geile Weise zocken und spielen. Und das ist hier das, was wir tun möchten. Der Harp Peacekeeper schreibt das gerade quasi sehr, sehr treffend. Er schreibt, jeder spielt seine Rolle, genannt Ego. Und das hier ist eben ein spirituelles Game.
Ups, ich. Ach, das hört ja alles gar nicht, wenn ich dann nicht auf die Taste drücke, ne? Und das hier ist eben ein spirituelles Game. Das Leben, denn Sterben können wir nicht, weil wir ja unendliches Bewusstsein sind, das gerade spielt durch die Egos. Und wir und wenn wir auf die Nase fallen, stehen wir immer wieder auf. Ja, das ist das halt eben. Und das ist eben so genau das Ding. Es ist ja letztendlich alles eine Illusion, in der alles völlig real ist, wirkt. Ja, wie auf den in den neuen, also wenn ich mir jetzt so die neuesten Spiele auf der Xbox One angucke, wow, krass, fucking geile Grafik. Aber Alter, schau dir mal meine an. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe noch 3 Sinne mehr als Audio-Video, was die herkömmlichen Konsolen, deswegen, du hast recht, die kommen nicht ansatzweise mit, aber sie verdeutlichen uns was. Sie verdeutlichen, wie real virtuelle Welten sein können. Und diese hier ist nichts anderes als eine völlig real erscheinende virtuelle Welt. Und dieses Online-Gaming hilft uns tatsächlich dabei, das zu sehen. Es um uns herum und in uns wahrzunehmen. Dabei hilft es. Da hast du, glaube ich, eben, da war bei dir, glaube ich, so der Knackpunkt, dass du nicht verstehen konntest, wie uns das irgendwas uns das bringen soll, richtig? Franz? Ja. Weil ich versuche, meine Worte weise zu wählen, weil durch das, dass ich echt dazugehört habe, ist natürlich bei mir ein Prozess ins Laufen gekommen, denn was man auf der Webseite, die Bestimmung AT, jetzt umsetzen werden. Weil aus dem Gespräch außer von Zuhören, wie ich schon gesagt habe, habe ich registriert, dass ihr beschäftigt euch damit. Und das ist, ich weiß nicht, wie viele Menschen ganz einfach da in diese spirituelle Eingängen und auch die Seele ganz einfach mit dem Körper mitnehmen. Weil für mich ist ja das, wenn ich etwas tue mit dem Geist, dann brauche ich in dieser Welt ganz einfach den Körper dazu. Beim Computer brauche ich das nicht, da habe ich halt dieses Mantel, das kann ich mir herrichten, wie ich es möchte. Und dann kann ich halt das gestalten, ob ich da jetzt ein Heiler bin, ein Schamane bin oder was weiß ich was, oder ein Krieger oder ein Krieger des Lichts, ich weiß nicht, was da alles gibt, hier interessiert man das ein bisschen. Und das hat bei uns, beim Josef und bei mir, ganz einfach eins bewirkt, dieses Gefühl des getrennten Menschen, also der Mensch macht es. Und der Kopf macht das von Ego aus, vom Spielerischen her, von dem, was das sieht. Und die Seele, wie ich sie sehe, wie ich sie empfinde, wie sie mir die Informationen gibt, wie ich riech, wenn ich zum Beispiel, ich sage das, ich sprich mir das, was ich ganz einfach weiß, was ich erlebt habe, und das, was wahr ist. Und wenn ich jetzt von meiner Seele sprich, dann weiß ich, wie sie mit mir kommuniziert. Weil ich mich damit ganz einfach identifiziert habe, weil ich das gelernt habe in der Realität. Und das wende ich natürlich auf dem Alltagsleben an. Ich spreche mit Menschen und rieche in den Wörtern drinnen etc. So, jetzt tue ich mir natürlich schwer, wie ich das über diese Konsole ganz einfach lernen kann, weil das ein Prozess ist, wo ich mich wirklich damit auseinandersetzen darf und dann das lesen darf, was es ist. Das kann ich nicht beim Spiel, weil das Spiel ist nur wirklich, das kommt ja nicht einmal eine Nuance hin auf das, was im Kopf, wenn die Seele, mein Geist, mein Körper mit den Drüsen, mit der Haut sich verbindet und eine Einheit bindet, eine komplett umfassende Einheit und ich das dann leben kann und darf, da komme ich bei einem Spiel niemals hin. Dann kann man sich nicht vorstellen, dass jemand so etwas schaffen kann, weil dass er das alles beinhaltet. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Franz? Da kann ich empfehlen, mach du. Aber einen sage ich gerade.
Du erzähltest gerade zum Beispiel, du hast hier diesen Körper und in der Computerwelt, zum Beispiel bei Second Life oder World of Warcraft oder so, kannst du dir den Avatar, den Charakter, mit dem du spielst, gestalten. Und tust so, als wäre das hier nicht so. Im Prinzip stellst du dich selber quasi gerade als Opfer der Umstände dar. Und das haben als solche hat der Homo sapiens sich auch sehr, sehr lange empfunden. Aber genau das ist ja nicht richtig, weil letztendlich können wir unsere Charaktere ja gestalten, wie wir wollen. Sowohl im Charakter als auch im Aussehen. Wir können uns kleiden, wie wir wollen. Wir können abnehmen, zunehmen. Wir können uns von Männlein zu Weiblein transformieren lassen. Michael Jackson hat gezeigt, dass wir uns von einem Schwarzen in einen Weißen verwandeln lassen können. Alles immer, ne, entsprechend muss man entsprechend Kohle für haben und sowas alles. Aber es ist alles machbar. Das heißt, hier in dieser Realität, wie du sie nennst, wovon ich sage, es ist eine Illusion. Es ist ein Holodeck, auf dem wir uns hier bewegen, und das Online-Gaming macht das Ganze halt eben sehr leicht und deutlich nicht nur sehbar, sondern praktikabel. Und dann kannst du tatsächlich im Hier und Jetzt anfangen, an deinem Charakter rumzuschrauben. An deinem Aussehen, an deinen Charaktereigenschaften. Du kannst dir auf deinen Head-Up-Displays kannst du dir tatsächlich Einstellungen hochholen, wo du sagst, so, ich möchte also eigentlich ein bisschen mehr, weniger böse sein, ein bisschen mehr lieb sein, ich möchte mehr Skills da und da haben. Dann fängst du an, das und das zu trainieren, damit du die bekommst. Und dann wirst du auf einmal vom Schreiner zum Bäcker. Haben auch viele Leute, verstehst du? Es gibt Leute, die haben 3 Ausbildungen, die sind alles Mögliche. Und trotzdem ja eben nicht nur das. Du bist ja nicht nur dein Körper. Du bist ja viel, viel mehr, da die meisten Leute aber, wie du schon sagst, in dieser Realität darauf getrimmt worden sind, dass sie eine Person sind und sich bitte auch so zu verhalten haben. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie eine bitterböse Enttäuschung. Das ist halt genau der Punkt. Da haben wir auf einmal ein riesengroßes Feld an Möglichkeiten, trainiert an den Computern, an Fähigkeiten, die wir jetzt tatsächlich im realen Leben, wie du es nennst, das für uns aber nur noch ein Spiel ist, innerhalb einer Illusion auf dem Holodeck, auf dem auch zum Beispiel die Erde existiert, und auch nur eine sehr real erscheinende Illusion ist, tatsächlich zu praktizieren. Im Alltag praktizieren, wir können das umsetzen, weil wir es jahrelang an unseren Computern trainiert haben. Und natürlich ist es richtig, dass die Computerwelten da sehr limitiert sind gegen das, was wir zur Verfügung haben. Und deswegen im Buch steht halt eben auch, dass so ab 2016, 2017 die neuesten Generationen der herkömmlichen Konsolen völlig uninteressant für die Leute wurden, weil der Kopf A, nichts kostet, B, schon seit jeher läuft, C, man sich nur noch daran erinnern braucht, dass man das Ding benutzt, und dann D, Spaß haben kann. Und wieder Spaß haben kann. Und nicht glaubt, dass da nichts. Das Ding ist ja einfach nur, dass wir sehr unbewusst gelebt haben in der letzten Zeit. So die letzten 26.000 Jahre, sagen wir mal, zur Luft gegriffen, um eine Zahl zu nennen. Und im Moment hilft uns einfach dieses Online-Gaming in der Analogie zu den Computerwelten. Ich rede nicht nur von Computerspielen, ich rede halt auch zum Beispiel vom Internet. Ich rede nicht nur von Spielen. Also ich habe in vielen Situationen zum Beispiel mein Leben auch, kann ich es mit Facebook absolut bildlich darstellen, wie ich mein Leben lebe, indem ich den Leuten erkläre, das mache ich so und so im Facebook, das mache ich in meinem Leben, seitdem ich das bewusst mache, in meinem Leben ganz genauso. Und so kannst du halt eben das, was wir am Computer, vom Computer kennen, ins Leben adaptieren und dann auch noch sehen, dass das da tatsächlich noch sehr, sehr viel komplexer ist und noch wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten aufbringt, als die herkömmlichen Konsolen auch nur im Ansatz können. Also was das angeht, gebe ich dir vollkommen recht, da kommen die nicht mit. Und deswegen ist das so geil für uns als Zocker, halt eben jetzt diese neue Konsole, die eigentlich überhaupt gar nicht neu ist, die eigentlich immer schon rennt, aber die jetzt auf einmal wieder bewusst nutzen zu können. Das ist für uns offensichtlich was Bahnbrechendes. Der Film soll danach rennen. Genau. Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, dass Franz, dass du das jetzt so wahrgenommen hast, dass wir tatsächlich über eine Spielkonsole reden, die man tatsächlich dann irgendwie auf einem Bildschirm spielt oder vielleicht irgendwas mit Realitätshelm oder irgendwie sowas in die Richtung. Kann das sein? Naja, wenn ihr von der Konsole spricht, vom Computer, vom Bildschirm, dann ist es real, das heißt, das ist ein Bildschirm, ob das eine Xbox ist oder irgendetwas, dass ich ganz einfach das sehe. Weil sonst kann ich ja nicht sprechen davon, da muss ich es erklären. Weil wenn ich zuhöre, dann gibt es für mich nur, wenn ich von dieser Konsole, dass ich auf der Couch spiele, mit der Konsole spiele, dann sehe ich das in dem Bildschirm drin, was ich machen kann. Die Charaktere, Warcraft und alles, was da halt ist. Ich kenne ja diese Spiele, sehe ich sehr auch für die Kinder, was gespielt wird. Also ich weiß, um was da geht eigentlich und habe früher auch Spiele gespielt. Ob das die Siedler waren, das hat mich immer fasziniert, ganz einfach, weil man bei den Siedlern auch gesehen hat, wie ein Volk sich bildet und etc. Ne? Man tut die Anfänge ganz einfach von einer Kultur nachvollziehen kann. Für die Menschen, die was ganz einfach sich selber nicht dorthin begeben. Ne? Ja. Aber was ich jetzt im Endeffekt ausschließen wollte, ist, dass das jetzt missverstanden wird mit einem Spiel, so quasi, das eigentlich gar nicht die Realität ist, sondern dass wir, also hier geht es echt darum, dass wir dann einfach die Realität zum Spiel machen. Genau. Und dass es dadurch nicht verkompliziert wird, sondern dass wir es uns vereinfachen und dass wir Zugang zu Funktionen des Lebens haben, ja, die uns eigentlich davor mehr oder weniger nicht so leicht zugänglich waren, ja, wenn man zum Beispiel jetzt von Charaktereigenschaften spricht, dann man sagt ja, der Charakter bildet sich über Zeit und so weiter und so fort, und dass man jetzt einfach mit dieser Vorstellung einfach bestimmte Charaktereigenschaften ziemlich schnell einfach so raushuschen kann, wenn sie einem nicht gefallen, so, und dass man einfach was Neues einfügt, und wenn man das ein paar Mal macht, so, und das passiert ja nicht nur auf im Verstand, das passiert ja auf jeder Ebene dann gleichzeitig, und dann funktioniert das auch so. Und das ist nicht zu glauben, was dann für Möglichkeiten sich da eröffnen, wenn man das bewusst praktiziert. So, das ist eigentlich so wie spirituelle Transformation, aber halt mit anderer Verbildlichung als jetzt mit, weiß nicht, Kundalini, dass da irgendwas aussteigt oder Chakrenreinigung oder so, sondern einfach, man stellt sich das vor und intuitiv passieren dann vielleicht sogar genau die gleichen Vorgänge, die dann bei der Meditation passieren würden, weil es eben intuitiv bei uns funktioniert, und solange wir den Zugang im Gehirn, quasi den Befehl im Gehirn abgeben können, was jetzt da so geschehen soll und in uns drinnen, dann passiert es halt einfach, und der Weg findet sich dann einfach von selbst, so, weil das in uns natürlich angelegt ist, so dieses ganze Potenzial. Ja, zu hart möchte ich zu dem Escape ganz einfach möchte ich sagen, das heißt nicht, dass ich das nicht verstehe, sondern ich verstehe es sehr wohl. Und weil ich es verstehe, wie ihr das ganz einfach seht und denkt und macht, spreche ich aber, sonst würde ich nicht sprechen, ganz einfach. Weil, da sind wir wieder bei der Wahrheit. Aber ich möchte jetzt nur kurz, ich möchte nicht die Sendung ganz einfach verdrehen, das möchte ich nicht, weil es ist ja nicht meine Sendung von dem her, aber es betrifft ganz einfach auch diesen Bereich der Spiritualität, weil wir davon spricht, und dadurch ist ja auch ein Erkenntnis gekommen, wo meine Aufgabe von mir auch wieder eine Bedeutung kriegt, was ich machen soll. Aber ich möchte auf die Charaktere zu sprechen kommen. Wer bildet die Ansicht des Charakters? Niemals ich selber. Also ich selber bilde keinen Charakter. Ich bin, wie ich bin. Meine ganzen Eigenschaften entwickeln sich. Und nur wenn ich von außen jemand sagt, du hast einen guten Charakter, dann sage ich, aha, das ist das. Wenn ich aber dem nicht mehr entspreche, dann habe ich einen schlechten Charakter. Und das ist ja so ein Eigenwort. Also mir ist der Mensch charakterlos weit lieber
als wie er einen Charakter hat, weil der Charakter wird ja, wie es das du gerade gesagt hast, der wird ausgesucht. Ich möchte ganz einfach den Charakter haben, ich möchte guter oder böser sein, etc. Aber der Mensch hat ganz einfach nicht diesen Charakter von Natur aus. Er wird ihm nur zugeteilt und er wird ihm angetrainiert, genauso wie es beim Spiel antrainiert wird, dass ich sage, dieser Charakter macht ganz einfach das. Der könnte sehr wohl ganz einfach auch das umdrehen und da vorne stimmt dieses Charakterbild nicht. Ja. Ja, aber das ist doch quasi auch dann eine Eigenschaft von dir, dass du eben nicht in diese Kategorie gut-böse, sondern einfach so quasi wie du bist. So, das ist ja auch eine Eigenschaft. Man kann ja auch die Eigenschaft haben, dass man dieses Spiel so ganz gefangen spielt und dass man dann auch abhängig ist von dem, was dann die Leute drumherum sagen. Aber im Endeffekt, ich meine, irgendeine Rolle spielst du ja sowieso, weil du ja genau in diesem Körper bist, genau diese Perspektive gerade hast. Und das irgendeine Rolle ist das ja, ob das jetzt eine, also es geht hier nicht wirklich um den Charakter, sondern Charakter nennt man ja einfach in der Spielwelt einfach eine Person sozusagen, also und eine Rolle, die man spielt und du spielst so oder so eine Rolle, die Frage ist, welche möchtest du spielen so und das ist auch die Frage, die wir uns hier stellen so und unabhängig davon, was dann jetzt von außen in uns rein programmiert wurde und unabhängig davon, was andere für richtig oder falsch halten, sondern einfach, dass wir für uns entscheiden, okay, ich möchte diese und diese Rolle spielen. So, ich möchte mit Leuten reden zum Beispiel und ich möchte Bewusstheit bringen und auch selber natürlich inspiriert werden immer und offen sein und ich möchte das Leben auf wundervolle Weise und auf intime Weise erfahren und ich möchte nicht mehr die Trennung erfahren, sondern ich möchte die Einheit erfahren. So, das sind so Rollen halt. Und man kann auch sagen, ja, ich möchte jetzt erfahren, wie es ist, ein Firmenchef zu sein und ich möchte das und das erfahren. Das ist ja so oder so. Jeder hat eine Rolle und jeder spielt eine Rolle und wir sind uns halt einfach dessen dann bewusst, dass wir eine Rolle spielen und wir haben dann mehr Freiheit darüber zu entscheiden, quasi, welche Rolle wir spielen wollen und was, wie genau wir uns definieren wollen und nicht, dass wir einfach dem unterliegen, wodurch wir geformt wurden und nicht einfach der Gesellschaft dann unterliegen und den ganzen äußeren Einflüssen, sondern dass wir von innen heraus unsere Rolle wählen, diese Rolle uns dann im Endeffekt auch erfüllt und man es auch im Endeffekt auch als Bestimmung dann ansehen kann, weil es dann sowas wie ein, wie soll ich sagen, dem Folgen der inneren Stimme quasi, dem inneren Seelenbedürfnis, so diese eine Rolle jetzt hier zu spielen und das macht einen einfach glücklich, so die eigene Rolle zu spielen. Ja, und was du auch eben sagtest, Franz, du sprachst von äußeren Eindrücken, sage ich jetzt einfach mal, die deinen Charakter als gut oder schlecht bezeichnen. Und ich sage dir, du kannst sein, wie du willst. Und du wirst im Außen immer jemanden finden, egal wie du gerade bist, der deinen Charakter als gut oder schlecht einstuft. Immer, grundsätzlich wirst du immer jemanden finden, der dich gut findet und jemanden, der dich schlecht findet. Und das, was ich jetzt sage, bitte, ich kann es gerade nicht anders ausdrücken, bitte missverstehe nicht, was ich jetzt sage, wenn ich sage, das, was du gerade gesagt hast, klingt nicht sonderlich selbstverantwortlich, klingt nicht sonderlich eigenverantwortlich. Weißt du, was ich meine? Dann bist du sehr auf das Außen bedacht. Und dann, wenn du das so siehst, ist logische Schlussfolgerung, dass du dich als Opfer der äußeren Umstände siehst. Dann bist du nämlich auch immer, aber damit bist du gefangen im Außen. Und dann kannst du schlecht Zugang finden zu dem, wo wir gerade durchs Online-Gaming halt eben sehr effektiv Zugang zu finden, nämlich selbst zurück und uns die Freiheit auch geben, so zu sein, wie wir wollen. Und durch dieses jahrelange Training, was wir hatten, in der Lage sind, tatsächlich sehr simpel Techniken gerade zu erlernen, die wir auf spirituellem Level, sage ich jetzt, damit du es wieder verstehst, diese Änderungen vornehmen zu können. Dass wir wieder zu uns selbst zurückfinden und in die Eigenverantwortung treten können und selbstverantwortlich leben können, ungeachtet dessen, was im Außen
sagt. Mag jemand bitte auch die Team Joya und die Sue mal hochholen? Die warten da. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, auch deren Gedanken zu hören. Franz, außerdem kann ich dir halbwegs helfen, zu verstehen? Hast du mich jetzt gemeint? Ja. Ja. Die Fehlinterpretation betreffend, wie ich den Charakter sehe, dass ich vom Außen beeinflusst werde, dem ist absolut nicht so. Ich habe. Ich habe kein Charakterbild von mir. Ich bin, wie ich bin. Einmal bin ich so, einmal bin ich so und die anderen empfinden das, aber es berührt mich nicht. Es ist ja das. Ich bin kein Abbild der anderen, dass ich dadurch beeinflusst werde. Ich habe auch keine Schwierigkeiten mit der Außenwelt in dem, sondern die, was mich kennen, die wissen ganz einfach, dass ich bin und da gibt's nichts anderes, da gibt's keine andere Charaktereigenschaft, weil das nur ein Empfinden der anderen ist und mich stört auch nicht, wie jeder andere Mensch ist, weil nimmer so wie, ich nehme ihn so wie er ist, ich mache auch keinen Charakter, Ansicht für irgendjemand. Das geht nicht bei mir. Ich mache das nicht, der ist so wie der ist, der hat ein riesengroßes Feld da drinnen, der darf sich bewegen und macht, was er will, und du wirst nicht hören von mir, das ist gut oder schlecht oder wie immer, sondern er ist so wie er ist und das ist für mich gut. Aber ich möchte jetzt ganz einfach meinen Mund ein bisschen holen, weil sonst wären ein paar Menschen grandig, die was das natürlich nicht wollen, dass man sie da einklingt, aber es ist ein bisschen interessant, weil man soll ja sprechen, nur das Sprechen verändert ganz einfach diese Welt, in der wir leben. Nicht? Also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für deinen Beitrag, weil das hat gerade mir auch die Möglichkeit gegeben, genau diese Sachen auch sagen und empfinden, genauso die halt eben auch gerade wichtig sind, irgendwie auf meine Worte fassen zu können, um halt gewisse Sachen noch leichter erklären zu können. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall sehr für deinen Beitrag. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, wer als erster im Warteraum war. Ob es die Sue war oder ob Joya war, sucht euch selber aus und drückt auf den Button und redet los. Ich will eure Gedanken hören. Hallo Bauke, hallo liebe Gemeinde. Könnt ihr mich gut hören? Ja. Sue hat ein Mikro. Ja, jetzt verstehe ich auch, wie ich das verwenden kann, das vom Laptop. So, ich möchte auch ein paar Sachen dazu sagen, und zwar zum Brand. Also generell, ich empfinde es so, dass durch das Buch sind einfach ein paar Sachen mir auch bewusster geworden. Meine Meinung dazu ist, dass Geist und Seele in dem Fall hier auf der Couch vor dem Bildschirm sitzen und den Körper, den Charakter eben steuern. Und die Charaktere sind Verknüpfungspunkte in der Realität. Dadurch können wir dann mit anderen Menschen interagieren. Es ist für mich ähnlich wie bei Quantenspielereien, falls euch das was sagt, sich einigen ein Begriff, Quantenheilung und so weiter und so fort, was auch mit Vorstellungskraft und so zu tun hat. Könnt ihr mir soweit noch folgen? Ja. Wenn ich dran denke, dass ich in eine Zitrone reinbeiße, dann kann es passieren, dass ich das Gesicht verziehe. Und so in die Richtung sehe ich auch die Spielereien. Ich glaube, dass wir durch Vorstellungskraft sehr viel auch dann in der realen Welt bewegen können, wenn wir mal herausgefunden haben, wie es genau funktioniert. Ja, sehr gut gebrüllt. Noch Infos von mir, sorry, ich bin ein bisschen nervös, ich rede nicht so gern offiziell. Ich habe mich letzte Woche hingesetzt und habe mal für mich irgendwie so ein Head-Up-Display gemalt und mal geschaut, wie ich denn gerne meine Funktionen hinmachen möchte, weil das mit dann, wenn mich irgendwas an mir selbst stört, dass ich dann auch immer aggressiv reagiere oder sonst was, dass ich einfach das nehme und in den Kübel ziehe, finde ich echt eine super Idee. Ich habe es jetzt auch für mich gemacht, wenn ich alte Muster zum Beispiel, wenn die wiederkommen, dass ich mir einfach ein Hinweisschild bastel, das dann im Moment aufblinkt, und dadurch fällt es mir leichter, alte Muster und Strukturen zu erkennen und diese dann zu bearbeiten.
Könnt ihr was damit anfangen? Ja. Ja, macht Sinn. Und zum Franz möchte ich auch noch kurz sagen, und es ist total wichtig, denke ich, auch für viele Leute, weil das noch einmal Grundansichten sind, wie wir alle hierher gekommen sind und wie jetzt einfach vielleicht eine Etappe weitergehen und dass es für uns selber versuchen anzuwenden, auch in der Realität damit zu spielen und umzugehen. Also ich denke nicht, dass das Grundkenntnisse sind, sondern wenn man nur die Haut betrachtet, wenn du dich ansiehst und betrachtest nur deine Haut, die Hülle deines Körpers, und ohne deine Haut wärst du nur ein Bruchteil dessen, weil dein Körper zerfließen täte. Und die Haut übernimmt sehr viele Aufgaben und kommuniziert mit deinem Geist, kommuniziert mit deiner Seele. Und nur über diese Haut, zum Beispiel nur über eine Berührung, kannst du sehr viel wahrnehmen. Wenn ich das nicht aufnehme für mich, dass ich mir bewusst werde, was ist eigentlich mein Körper dazu, da gehört dann schon sehr viel dazu, weil ich da kein Mensch beschäftigt sich, aus was er besteht. Und das brauche ich auch im Prinzip nicht. Das ist, verstehst, ich sag's mal so, du brauchst nicht zu wissen, wie ein Föhn funktioniert, um den Föhn benutzen zu können. Aber um den Föhn benutzen zu können, ist es wichtig, dass du weißt, welchen du drücken musst, damit der an- oder ausgeht. Verstehst du, was ich meine? Das, wovon du gerade erzählst, das ist quasi Technik. Was ist das, was ich gerade erzähle? So werde ich verstanden. Das ist jetzt wieder unsere Terminologie. Also das, wovon du gerade sprichst, das ist quasi fachchinesisch für die Leute, die sich mit der Technik, der Technologie der Konsole beschäftigen. Das ist aber für den Spieler mitunter völlig irrelevant. Also jemand, der Xbox zockt gerade, braucht nicht zu verstehen, wie das funktioniert. Er braucht nur zu wissen, welchen Knopf er in welchem Moment drücken muss. Verstehst du, was ich meine? Und wir beschäftigen uns vor allen Dingen gerade mit dem Zocken. Wir können uns darüber bei Interesse natürlich auch damit interessieren, wie ist das ganze Ding eigentlich aufgebaut. Und dann kommen natürlich, und dann sind für uns Zocker, Online-Gamer, Leute wie du, sehr wertvoll, weil wir auch auf einmal Zugang zu deiner Terminologie bekommen und dir ganz anders zuhören können, ganz anders verstehen können, wovon du da gerade sprichst. Aber dir muss dann bewusst sein, wovon du gerade sprichst. Wir sprechen vor allen Dingen eher von der Handhabung und nicht von der Funktion. Ist das besser ausgedrückt? Ich bin gelber elektrischer Mensch. Ich kenne die Handhabung, wie ich funktioniere und wie ich ganz einfach auch mein Leben zu leben habe. Also das funktioniert so, wir füllen den Schalt ein, wenn du mit mir kommunizierst, bei einer Steckdose und dann fließt alles durch. Kann kräftig, kann schwach sein, das kommt auf den drauf an, welches Gerät, was du gerade eingesteckt hast. Ob du jetzt ein Bügeleisen eingesteckt hast bei mir oder ein Föhn jetzt oder ob du ein Elektroauto angesteckt hast, das was ein Tesla ist. Je nachdem. Und das fließt durch ganz einfach durch mich hindurch. Genauso Energiefeld könntest du jetzt aus mir sehen. Egal was du bei mir ansteckst, wenn du mit mir kommunizierst, fließt das. Ich kann natürlich genauso mitreden über diese Spielereien und das alles. Ich verstehe das alles, sonst würde ich nicht sprechen. Ich kenne auch das, wenn man tagelang und nächtelang ganz einfach dabei sitzt, weil man das verstehen möchte, was da ist und weil man das ganz einfach erfolgreich durchgearbeitet haben möchte. Das ist ja das, dass ich das genauso erleben kann und erlebt habe. Und ich natürlich auch das weiß, dass das ist. Und ich, das muss ich natürlich sagen, da ich nichts glaube, weil ich es nicht glauben brauche, weil ich es erlebt habe, weiß ich es. Und das, was ihr da erzählt, das weiß ich auch. Und kann es nachvollziehen. Aber es gibt natürlich für mich ganz einfach doch den Menschen und nicht die Konsole.
Und das ist eine Einheit. Aber das hat sich auch gebildet, ganz einfach über dieses Leben, über diese Erfahrung, was widerfahren ist und das alles. Wie immer, das bei uns allen so. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Ich habe so den Eindruck, Franz, ihr redet so ein bisschen aneinander vorbei. Vielleicht liege ich schief, aber das, was die das Spiel spielen, die spielen das nicht am Computer, die spielen das schon in Realität. Das heißt, die haben den Computer weggesteckt. Die haben keinen Computer dafür, um das Spiel zu spielen. Für die ist das Leben, was sie erleben, das Spiel. Und sie haben dieses Spiel im Grunde genommen in eine Realität, in unserer Sprache jetzt mal, oder in deiner Sprache, in eine Realität umgewandelt. Es ist reell da, weil für sie ist diese ganze Welt eben nur ein Schein und nicht wirklich real. Mich würde auf jeden Fall gerade vor allen Dingen auch mal interessieren, was Joya zu sagen hat, weil ich habe das Gefühl, das könnte das Ganze erweitern. Ja, danke fürs Wort, Bauchi. Hört ziemlich gut. Ja. Natürlich. Ja, ich wollte wirklich auch was dazu sagen, weil ich höre jetzt schon eine Zeit lang, also den Franz Leopold und den Bauchi und den Finn und so weiter. Und ich sehe da irgendwie so eine Art Generationskonflikt. Das ist ganz interessant für mich, ja. Weil ich glaube schon, dass ihr grundsätzlich auch vom Gleichen redet oder Teile desselben meint, ja. Aber diese Terminologie aus den Computerspielen und Festplatte neu programmieren und so weiter, das sind einfach wirklich total hilfreiche Übersetzungen für diese Computergeneration, die mit den Geräten aufgewachsen sind, gell? Und ich wünsche mir einfach auch so mit meinem Freilerner-Hintergrund, dass wir, egal aus welcher Altersgruppe und mit welchem Wissen wir zusammenkommen, dass wir einfach das Verbindende suchen und dass es nicht darum geht, wer hat jetzt Recht. Ja, ich glaube, ums Recht geht hier, glaube ich, gerade eh nicht. Ich glaube, aber ja, kann sein, dass es ein Generationenkonflikt ist. Aber da bin ich mir sicher, dass man das auseinanderhalten kann. Micha, ziehst du bitte Severin und Thomas auch mal rein, die wollen gleich auch was sagen. Bei dem, was Joya gerade gesagt hat, fällt mir noch ein angewandtes Beispiel ein. Ich kann mich daran erinnern, wie ich kurz vor oder um meinen 30. Geburtstag herum, das war die Zeit, wo ich damals in der Klapse war, ich habe mich kurz vorher, drei Wochen vor meinem 30. Geburtstag habe ich mich einweisen lassen mit Burnout und schweren Depressionen und ich konnte einfach nicht mehr und ich brauchte Hilfe und fühlte mich auch so und hab mich dem dann einfach hingegeben. Was ich in der Klapse hatte, war mein Computer und da lief Windows drauf und wie man das von Windows so kennt, wird das zwischendurch immer langsamer und man muss es neu starten. Und da hatte ich so etwas wie ein Satori, einen Moment der Erkenntnis. Und das war, als ich meinen Rechner neu starten musste, während er neu startete, mir bewusst wurde, dass ich das mit meinem Leben auch machen kann. Ich saß gerade in der Klapse, hatte mich gerade von meiner Frau getrennt, habe meine Wohnung verloren, mein Auto verloren, meinen Laden verloren, meinen Internetzugang verloren. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte nur noch ein paar Klamotten, meinen Computer und meine Tattoo-Ausrüstung. Das ist übrigens genau das Gleiche, was ich jetzt gerade auch habe. Und habe tatsächlich, deswegen sage ich das gerade, ich habe das danach noch mehrfach getan. Immer wieder mal mein Leben neu resettet, neu gebootet, neu angefangen, Neustart gemacht. Nenn es, wie du willst, aber es war in absoluter Analogie zu diesem Computer. Also da, wo ich sage, unsere Computer sind unserem Leben gar nicht so unähnlich. Und das ist das, wo hier diese Schnittstelle, auf der wir gerade die ganze Zeit rumreiten. Es sind zwei neue, also Sue, du hattest gerade, dein Mund war rot, willst du was sagen, dann tu das jetzt. Und ansonsten freue ich mich auf das, was Thomas und Severin zu sagen haben. Ja, hallo Bauchi. Hallo Severin. Ja, du kennst mich vielleicht unter dem Namen Simon aus dem Agenda-Chat.
oder der Agenda-Gruppe. Ah, ja, dann kenne ich dich. Hallo, grüß dich. Genau, hallo. Und ja, wir sind gerade bei dem Thema Schwarmintelligenz. Das finde ich immer ganz, ganz passend jetzt gerade. Herrlich. Weil ich gerade mit dem Michael zusammen am Schreiben bin und Schwarmintelligenz, haben wir festgestellt, ist etwas, das kommt nicht von oben herab, von einem, der uns sagt, was wir zu tun haben, sondern das kommt davon, dass jeder seinen Mitmenschen um sich herum beeinflusst. Und dadurch wird zum Beispiel bei dem Fisch- oder Vogelschwarm die Drehung dann letztendlich herauskristallisiert. Ja, und so machen wir das ja auch im Endeffekt dann auch, wenn wir anfangen, mehr wahrzunehmen und anfangen, die Impulse wahrzunehmen und anfangen, die Menschen um uns herum wirklich wahrzunehmen, dann ist das auch so wie eine Einheit. Und so habe ich das auch dieses Wochenende ganz viel erfahren. Und das funktioniert. Also, und bei dem Eintreffen auch ganz explizit so, dass wir dann auch wirklich jeden Gedanken quasi gleichzeitig gedacht haben und es völlig egal war, wer von uns beiden den jetzt ausspricht, weil es einfach ein Verstand war, der im Moment einfach mit sich selbst kommuniziert hat, obwohl wir eigentlich zwei Menschen da waren und eigentlich ein Gespräch geführt haben, aber eigentlich auch ein Selbstgespräch geführt haben. Und das war so, das komplette Handeln war, man brauchte gar nicht mehr fragen, hier, möchtest du mir jetzt hier helfen oder so, sondern es ist einfach alles automatisch passiert und es ist einfach so dieses Schwarmbewusstsein in dem Moment so auch mit einer Person, aber das, was sich dann natürlich auch ausbreiten kann auf mehrere Personen, wenn man zulässt, dass man sich öffnet und wenn man zulässt, dass man wirklich wahrnimmt, was da ist und dass man nicht durch die Gedanken, die man dann hat, sich alles quasi blockiert war, wahrzunehmen wäre. Genau, dezentralisieren und den anderen beeinflussen oder von ihm beeinflusst werden, um gemeinsame Entscheidungen zu finden, wie das Leben für uns hier jetzt funktionieren kann und dann gucken, wie es weiterläuft mit anderen im Gespräch. Nicht Schwamm, Schwarm. Also wie eine Menge von Lebewesen, wie Fische oder Enten, die irgendwo hinfliegen, so Schwarm. Ja. Ja, das hat tatsächlich sehr mit dem zu tun, was auch in dem Buch steht. Das ist nämlich, es steht ja nicht in dem Buch einfach nur das Online-Gaming beschrieben, sondern es steht ja auch ein gewisses Spiel geschrieben. Und dann hat sich halt im Facebook diese Agenda 2020-Gruppe zusammengefunden oder findet sich immer noch immer weiter zusammen, in der im Prinzip ein solcher Schwarm entsteht, in dem auf Augenhöhe inspiriert wird und jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich selber auszusuchen, was von dem, was da geschrieben steht, für ihn brauchbar ist, was er davon umsetzen kann, was er davon jetzt umsetzen kann, was er gerne irgendwann mal umsetzen können möchte, das vielleicht jetzt noch nicht kann, aber ne, das sind dann neue Ziele, die man sich setzen kann, denen man nicht unbedingt hinterherlaufen sollte, sondern an die man unweigerlich auf dem Weg dann irgendwann auch ankommt. Und dann kann man sich auf den Weg konzentrieren statt auf das Ziel. Und das ist letztendlich das Zocken. Also ich habe auch wieder eine Analogie aus dem Spielen. Also inzwischen bin ich bei diesen Autorennspielen eigentlich ganz gut. Wobei das auch immer wieder von Spiel zu Spiel ankommt. Es gibt halt eben Unterschiede in der Steuerung. Mit einigen komme ich besser parat, mit anderen nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Need for Speed rede, habe ich irgendwann ein richtig schönes Gefühl für den Controller und fürs Driften bekommen und bin dann immer besser um die Ecken gekommen und habe dann auch immer mehr Rennen auch gewonnen. Vor allen Dingen, wenn ich nicht gegen den Computer, sondern gegen andere Spieler gespielt habe. Als das noch nicht so war, und ich meistens endlos lang hinterm Feld dann irgendwann mal ins Ziel dann gefahren bin, war es für mich dann aber dennoch nicht so, dass ich mich als Verlierer gefühlt habe, sondern tatsächlich eher als Gewinner, weil ich Spielregeln für mich ein wenig geändert hatte und mir gesagt habe, ich spiele das hier nicht, um zu gewinnen, sondern ich spiele es, weil ich Spaß haben will. Und als letzter
im Ziel war ich auf jeden Fall derjenige, der am längsten Auto fahren konnte. Nur das so als Beispiel, wie man halt eben auch sehr unterschiedlich spielen kann. Wenn das Ziel halt eben maßgeblich ist, dann kann das sehr frustrierend mitunter sein. Wenn aber der Weg mein Hauptanliegen ist, dann kann das extrem viel Spaß machen. Ich möchte mich wieder ganz einfach in den Zuhörerraum begeben. Ich danke euch recht herzlich ganz einfach, dass wir da plaudern habt lassen und dass wir sich einen Austausch machen können. War sehr interessant und ja, hat mir Spaß gemacht. Man hört sich wieder. Sehr gerne. Freue mich sehr über deinen Beitrag heute. Es hat sehr geholfen. Es war auf jeden Fall für mich auf jeden Fall sehr hilfreich. Okay, danke. Danke auch. Tschüssi. Was ich ganz toll finde an dem Spiel ist das Internet. Dass ich die Möglichkeit habe, mich bewusst auf etwas auszurichten, was ich gerne können oder erleben möchte und mir dann automatisch immer die richtigen Leute zugeführt werden, die ganz viel mit mir lösen können. Da habe ich jetzt in den letzten 1-2 Wochen so viel erlebt, was mir persönlich mich in meiner Entwicklung vorangebracht hat, so schnell, wie ich es die letzten 20 Jahre nicht erlebt habe. Das ist krass, das ist Realität. Geil, ne? Mir geht das sehr ähnlich. Ja. Ja. Dennoch. Also ich fordere einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ist halt nicht so, dass ich so der, als wäre ich schon längst über alles hinüber. Also ich habe in den letzten 2-3 Tagen auch so einen Durchhänger nochmal gehabt. Und ich möchte auch jedem, der hier jetzt so auch in diesem Rausch irgendwo mit drin ist, sagen, dass das auch völlig normal ist, dass das zwischendurch einfach mal das Gefühl da nochmal kommen kann, da passiert gerade nichts oder dass man selber irgendwie unzufrieden ist mit den Dingen. Also bei mir war es eindeutig, bei mir kam es gestern Abend dann halt raus, dass es meine eigene Ungeduld war, unter der ich da leiden muss, was mir wieder geholfen hat, um einiges geduldiger zu werden. Und dann ging es auch heute schon mal wieder bombig weiter. Das ist, wenn man loslässt, kann es laufen, ansonsten eben nicht. Und so Sachen passieren auch, aber ich habe halt eben auch festgestellt, dass das dann sehr, sehr schön ist, wenn man Leute um sich rum hat, ob das jetzt, die einen haben sie real um sich rum, real, das heißt real, also die haben sie um sich rum und die anderen haben sie halt eben am Rechner um sich rum und in dieser Gruppe mit insgesamt 418 Leuten inzwischen ist es fast nicht mehr möglich, mit irgendetwas allein zu sein und ich finde das einfach Granate. Ja, also das kann ich bestätigen. Das war bei mir eigentlich gestern auch so und ich habe auch mehrere Leute gefragt. Also vielleicht war es gestern irgend so eine Tagesenergie oder so, die dann da so rumgeflossen ist, rumgegangen ist. Also ich war gestern auch ziemlich jetzt nicht down, aber auch jetzt nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dauerhaft auf Wolke 7 schwebt, sondern man fühlt sich schon auch manchmal wieder unten, aber Ich wusste in dem Moment, dass es am nächsten Tag wieder geil sein wird oder vielleicht auch am übernächsten Tag, so von daher. Alle verlieren Schrecken, ne? Ja. Man geht nochmal durch zwischendurch, aber es ist nicht mehr so schlimm. Die Sue flitscht hier und ich sehe deinen Mund rot aufleuchten. Was magst du sagen? Nur ganz kurz, ich hatte gestern auch solche Energien. Es gibt solche Tage, die einfach komisch sind. Aber man lernt auch bei diesen Tagen dazu. Definitiv. Das ist wichtig, auch in diesen Momenten, diese Momente einfach bewusst wahrzunehmen, sich dann halt auch nicht deswegen fertig zu machen, weil das jetzt, wenn man jetzt wieder, hey, ganz im Ernst, ich habe gestern Abend, musste ich auch einfach mal weinen. Allerdings bin ich auch froh, dass ich noch einer bin, der weinen kann. Also mein ganzes Leben, in meiner Jugend, in meiner Kindheit war das ganz schrecklich für mich, dass ich immer weinen musste. Vor allen Dingen, wenn irgendwelche Dinge ungerecht waren. Und es war, keine Ahnung, bei mir war das halt gestern einfach so, und eigentlich war vorgestern so der Tag, den ich angepeilt hatte, aber da sehe ich schon wieder, wie es ist, wenn man Ziele ins Auge fasst, ja,
die man dann nicht erreichen kann. Da habe ich gedacht, so ne, bis Mitte der Woche, das war eigentlich etwas, was ich aus einem Kontext ausgegriffen hatte, dass das mit dem Auto geregelt sein würde. So, und jetzt haben wir nicht die 800 Euro, jetzt sind wir erstmal bei 661 Euro. Und ich habe gestern Abend irgendwie, hatte so, wow, das klappt nicht und oh, und scheiße, ich hänge hier jetzt immer weiter fest und bla. Und ich habe echt gestern Abend nochmal weinen müssen. Das hat aber geholfen, das zu lösen. Und dadurch, dass ich dann halt auch noch mit Astra halt eben darüber reden konnte, war es dann halt eben auch wirklich was, was mich also, bevor ich dann schlafen gegangen bin, schon immens beruhigt hat. Und zwischendurch mal weinen ist super. Das hilft. Ich weiß noch, wie ich vor nicht allzu langer Zeit auch den Aigi dann mal angerufen hatte oder er mich angerufen hat und ich am Telefon Rotz und Wasser geheult hatte, weil ich da Problemen ausgesetzt war, die in meinem Kopf so real waren, dass sie mich echt insgesamt runtergezogen haben. Ich bin dem Thomas wahnsinnig, also dem Aigi wahnsinnig dankbar dafür, dass er mir in dem Moment einfach die Hand gehalten hat und mich erinnert hat, so, hey, hallo, das ist nicht real, das ist nicht die einzige Realität, und er mich daran erinnert hat, so, das hat auch wieder wahnsinnig geholfen. Aber genau das meine ich mit, hey, wäre ich in dem Moment alleine gewesen, dann hätte mich das fertig gemacht. Ich wäre nicht alleine rausgekommen oder jedenfalls nicht so schnell. Und das sind halt so Sachen, die passieren. Und da sehe ich aber auch wirklich, dass hier gerade passiert, dass das alles um einiges besser und leichter wird auch. Der Micha fragt nach Musik. Was haben wir denn noch? Confusion. Mach doch mal Confusion. Wir haben noch ein bisschen neue Musik hier drin, ne? Also kennt ihr noch nicht? Machen wir auch Confusion. Auch ein Song vom Hottentotten. Und wenn du möchtest, gerne hit the music. Thank you.
Irgendwie war der immer besser. Egal. Es gibt ein paar Songs, die muss ich einfach mal neu machen. Wir haben noch eine Viertelstunde offizielle Sendezeit. Gibt es noch irgendwas, worüber ihr reden möchtet? Ich fand das mit dem Wein jetzt gerade ganz nett, weil ich festgestellt habe, dass ich die letzten zwei Wochen auch echt so viel geheult habe, wie schon ewig lang nicht mehr, weil sich einfach auch so viel gelöst hat. Und das Wein war für mich einfach so ein Zeichen, da darf es jetzt fließen. Und das war aber nicht schlimm, das war einfach, das löst sich jetzt und danach ist gut. Das hat schon so lange in mir gegärt und jetzt ist endlich fertig. Und deswegen habe ich das Wein echt genossen. So. Hier auch. Ja, es ist auch irgendwie ein schönes Weinen im Moment, ne? Also ich muss halt auch oft weinen, so vor Freude. Und trotzdem ist da ja immer, wenn ich Freudentränen weine, so eine gewisse Wehmut auch dahinter. Und ich habe mich auch mit Asra darüber unterhalten, was das ist. Und es ist ja so, dass ich, wenn ich Freude über was empfinden kann, das ja ist, weil ich normalerweise vorher da entsprechend was anderes empfunden habe. Ich weiß auch noch, dass viele Stellen, viele Passagen aus dem Buch, als ich die dann vorgelesen habe vor anderen, dass ich da ständig heulen muss, dass mich das total bewegt hat und umgehauen hat, so gewisse Situationen, wo Mojo da vom Okitok Festival redet und so, ne, und wie er das beschreibt und wo, boah, das ist mir so, ja, ne, ich habe ja vorher immer den Frust darüber erlebt, dass es so nicht ist und das dann auf einmal als Erzählung von jemandem zu lesen, der es erlebt hat, ich musste kurz das Lesen unterbrechen, weil ich heulen musste. Es war ein schönes Heulen. Das ist mir übrigens auch bei Mary so gegangen. Mary habe ich halt auch eben gelesen, als ich es vorgelesen habe, am Anfang des Jahres, der Jasmin, die mit mir im Auto unterwegs war, im Bus damals noch. Das ich einfach zwischendurch nicht mehr lesen konnte, weil ich weinen musste. Aber es war ein schönes Weinen. Es hat auch nicht lange gedauert. Ich habe dann auch nicht darum getrauert oder sonst irgendwas, sondern es ist ein erleichterndes Weinen. Es ist ein schönes Weinen. Und ich wünsche es wirklich von Herzen jedem Einzelnen, dem gerade nach Heulen zumute ist, aus welchen Gründen auch immer, selber die Erlaubnis zu geben, es zu tun. Scheißt auf Sprüche wie Mädchen dürfen weinen, Indianer dürfen das nicht. Scheißt drauf. Heult euch die Augen aus dem Kopf, wenn ihr wollt, und fühlt euch gut damit. Ihr werdet merken, dass ihr euch vor allen Dingen danach besser fühlt. Kann ich nur zustimmen. Und dieses Weinen, was du gerade beschreibst, wenn man was liest, das ist für mich so eine Rührung, weil ich erkenne, dass es die Wahrheit, die da steht. Das geht mir zum Beispiel so, wenn ich lese, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern dass der auf andere Weise, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, trotzdem überlebt hat. Ne? Oder bei Mary oder sonst was. Ich lese das und ich weiß, es ist die Wahrheit und das ist, weiß ich deswegen, weil es sich in mir rührt. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ja. Darf ich etwas sagen, kurz? Ja, klar. Ja, bitte. Ja, weil ihr ganz einfach jetzt von deinen Weinen gesprochen habt und von deinem gestrigen Tag. Aus meinem Wissen, aus dem Jolkin außer, war der gestrige Tag der blaue Sturm, und der blaue Sturm ist innere Reinigung. Der kommt daher, wart durch, und hinter dem, wenn er Wecker ist, beginnt alles neu zu werden. Und also kann schon sein, dass der gestrige Tag für viele Menschen ganz einfach sehr durchwehend war und dass Dinge gekommen sind, die was eigentlich schon erledigt sein möchten, damit es ganz einfach einmal kommt und sagt, so, jetzt bist du fertig, jetzt hast du es erledigt. Und das zweite Signal vom gestrigen Tag war ganz einfach, mach es endlich, sonst wird es nie. Ganz einfach, also die Information, mach's fertig, weil sonst wirst du es nie erleben können. Und was ihr da sprecht, dass die Wochen und vielleicht 14 Tage in etwa, da auch so ein bisschen himmelhoch jauchzend und zählig betrübt Situation ist, kann ich dazu sagen, wir sind genau in der Welle des Affens, der hat am 12.
August angefangen und geht bis zum 24. August. Und der Affe ist der Spieler. Der tut gern spielen. Und man darf sich den auch so vorstellen, wenn er das nicht kriegt, was er will, dann ist er tatsächlich betrübt. Dann kann er sofort da in so eine Art Depression reingehen und sagt, oh Scheiße, mich interessiert nichts mehr und hat sowieso keinen Sinn. Oder er sagt, juhu, und ich möchte das alles haben und das möchte ich haben. Das wollte ich ganz einfach nur sagen, weil ihr ganz einfach auch davon gesprochen habt, von Weinen etc. Dieses Energiefeld ist momentan extrem vorherrschend, damit ich meine Gefühlswelten für mich justieren kann. Bumm, da hat es mir aber ganz schön, das schaue ich mir an, damit ich sagen kann, naja, das muss ich ein bisschen in den Griff kriegen, damit ich nicht gleich so reagiere. Also wir sind bei den Spielern gerade in der Welle des Spielens und das kann natürlich mit Emotionen in beide Seiten ganz stark ausschlagen. Das weißt du sogar. Das sind für Online-Gamer wie uns gerade richtig wertvolle Informationen. Vielen Dank für diese Info. Ja, danke, das ist total cool. Das ist sehr cool. Ja, das freut mich. Es ist oft so einfach, nicht? Weil alles vorhanden ist und es kommen richtig verschiedene Wellen immer her. Man sagt, da muss man durch und es ist natürlich schön, wenn ihr da gerade von Spielen redet und von den Emotionen. Und jetzt sind wir gerade in dieser Welle drinnen und ja, es dauert halt wieder fast ein ganzes Jahr, bis dass diese Welle auch, sagen wir, 260 Tage dauert, bis dass dieses Energiefeld dann wieder kommt. Und dann wird das aufgearbeitet, was noch nicht aufgearbeitet worden ist. So, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss dabei. Tschüss und danke. Danke, tschüss. Voll nice. Es hat sich echt gelohnt, das Mikro zu kaufen hier. Ich bin noch nicht mal seit einer Stunde angemeldet und schon live auf OkiTalk. Und man versteht mich super, habe ich mir sagen lassen. Ja. Jawohl. Danke an OkiTalk, dass ich hier mitreden darf. Ja, bitte. Ne? Da sind wir sehr froh, dass jeder was tut. Da möchte ich doch ein Lob an unseren Thomas aussprechen, der sich um solche Leute ganz besonders kümmert. Danke, Thomas. Dass der Tod danke, Thomas, hat. Das war ja. Der absolute Spezialist. Habt schon einen super Kundenservice, muss man schon sagen. Wir haben den Rest, machen wir nach der Sendung. Ja, hat sonst noch einer was? Ansonsten können wir die letzten 8 Minuten auch noch mit Musik füllen. Aber vielleicht hat noch jemand was im Kopf, was er gerne mit uns teilen möchte. Finde ich viel cooler. Ich habe euch alles so unendlich lieb. Ja, ich habe euch auch alle so unendlich lieb. Ich finde das alles so voll geil mit euch. Ich freue mich auch jeden, also eigentlich immer wieder, nicht nur jeden Freitag auf den Abend, sondern ich freue mich immer wieder auf die nächste Sendung. Kann dabei jetzt gerade nochmal erinnern, dass es also übermorgen Abend 22 Uhr schon wieder die nächste themenbezogene Sendung gibt mit dem Michael, mit Michaels Bücherregal, wo der zweite von 4 Teilen vorgelesen wird. Und danach eine Stunde wieder Talk im Oki Talk. Und da könnt ihr natürlich auch sehr gern dabei sein. Wie immer wird natürlich auch alles mitgeschnitten und auf YouTube gesetzt. Da muss man dazu sagen, wir werden jetzt leider nichts mehr von Captain Peng spielen können, weil die halt das nicht wollen. Scheißen wir drauf, spielen wir nicht Captain Peng. Ich finde ihn trotzdem cool. Er kann wahrscheinlich, weiß ja gar nicht selber was davon. Ja, ich kann ja, also es Live-Musik kann ich gerade nicht mehr bieten, weil die Gitarre weg ist. Und ich kann, wenn ihr möchtet, etwas rezitieren, hey, du, bist du glücklich? Lebst du dein Leben so richtig genüsslich? Und wenn nicht, wieso nicht? Bist du dumm? Keine Ahnung, kenn dich nicht, aber ich denke nicht.
Hast du eine Ahnung, wo das herkommt, dass hier alles und jeder immer quer kommt, keine Sau dich versteht, deine Welt sich verdreht und das Leben überall aus dem Schwung kommt? Na, das ist so, weißt du, wenn man lebt, wie man soll, weißt du, das macht nicht wirklich glücklich, weißt du, weil du so nichts tust, was dich glücklich macht, weißt du, das macht so ein Loch in deiner Brust, weißt du, du fühlst dich leer, fühlst dich unvollkommen, weißt du, fühlst dich gegen den Rest der Welt gestellt, weißt du, das ist doch einfach scheiße und ich mach das nicht mehr mit. Nee, ich nicht. Ich finde blinden Gehorsam einfach widerlich und so gehorche ich nicht. Nein, ich gehorche nicht. Weder dem Fernsehen noch der Angie und auch nicht dich. Dir müsste das eigentlich heißen, aber es reimt sich leider nicht. Also was mache ich stattdessen so mit meinem Leben? Ich tue den lieben, 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 lieben langen Tag einfach stressfrei, was ich tun mag. Dinge, die mir gut tun, die mir gefallen, mit denen ich um mich herum den meisten, wenn nicht allen, was Gutes tun kann und selbst was davon habe. Und das, mein Freund, das nehme ich mit ins Grab. Kein Auto, kein Haus, keine Reitlehrerin, sondern Dankbarkeit und ein Leben mit Sinn. Doch wieso laber ich dich voll mit dem ganzen Zeug? Hast du dich denn nicht den ganzen Tag schon lang genug gebeugt? Muss da noch so ein Hippie mit Positivgelalle deine Welt in Frage stellen? Hat er sie noch alle? Hast du nicht dein Recht auf endlich mal Ruhe? Alle mal Fresse halten? Alter Falter, das Leben ist eine Schatztruhe, die darauf wartet, dass du anfängst, aus ihr dein Leben zu gestalten. Denn man lässt sich davon nur zu leicht abhalten. Arbeiten, schlafen, vom Fernsehen abstalten, früh aufstehen, Rasen mähen, Socken nähen, Hähnen mähen, Text vergessen, scheißegal. Nachrichten, Panik mache, Terrorscheiße und am Ende denkst du dann, du hast eine Meise. Doch das ist nur eine Lüge, du bist schon korrekt. Man hat dir nur ganz unbemerkt einen Stock in den Arsch gesteckt und so siehst du das Leben als Drama. Lies die Bibel oder Weisheiten vom Dalai Lama, suchst in allem Erfüllung und findest sie nicht, weil du was völlig vergessen hast, nämlich dich. Wo bist du in deinem Leben? Ah, nee, der kommt nochmal hier, der andere, ich mache einen kurzen hier. Wo bist du in deinem Leben zwischen dem ganzen Mist? Bist du wirklich sicher, dass du überhaupt noch da bist? Erzähl mal was von dir und bevor du dich verfranst, vergiss mal, was du alles hast und darstellst und kannst. Konzentrier dich auf das, was dich bewegt, was tief in deinem Innern sich noch mühselig regt und unter all dem Müll, der dir eh nicht bleibt, begraben liegt und nach Beachtung schreit. Da ist die Sehnsucht, die dir jeden Tag erzählt, dass dich alles, was du täglich tust, eigentlich nur quält. Die dir Lieder singt von exotischen Träumen in anderen Dimensionen und Zeiten und Räumen. Doch ich sag dir, was bleibt, ist das Hier und Jetzt, das die Zukunft und die Vergangenheit ersetzt. Die beide nichts weiter als Hirngespinste sind. Glaubst du nicht? Frag mal ein Kind, weil kennt es nicht, lernt es erst noch kennen, genauso wie alles und jeden zu benennen, in Worte zu fassen, Text vergessen, Entschuldigung, in Worte zu fassen und alles zu bewerten, Urteile zu fällen und meistens die verkehrten Sichtweisen zu Fakten werden zu lassen, die eigenen zu lieben und die anderen zu hassen, persönliche Abhängigkeiten aufzubauen, anderen in die Fresse zu hauen. Doch alles das bist nicht du. Mach kurz mal deine Augen zu und dann stell dir vor, wer du sein kannst, wenn du nicht ständig anderen hinterher rennst. Und dann mach die Augen wieder auf, denn direkt vor deiner Nase nimmt dein Leben seinen Lauf. Fang an, es zu erleben und zu lieben und zu genießen, sonst kannst du dich auch gleich hier und jetzt erschießen. Komm ein Hippie um die Ecke und fäll in die Mülltonne. Nee, sonst. Komm ein Hippie um die Ecke und fäll in die Mülltonne. Nee, das ist falsch. Komm ein Hippie um die Ecke und fäll in den Abfalleimer. So bin ich auf jeden Fall der bessere Reimer. Doch die Geschichte spielt in der Mülltonne, denn da trifft der Hippie eine Müllnonne. Und die sagt, was willst du denn hier? Und der Hippie sagt, ich komme dich zu holen aus der Tonne, denn draußen scheint die Sonne, was eine Wonne. Kommst du mit? An meinem Fenster fliegen Socken vorbei. Socken? Kennst du nicht von Captain Peng? Nee. Noch nicht? Ich kenne ja, nur den Link. Moment. Ja, und dann sind wir im Prinzip an der am Ende unserer Sendezeit angekommen und ich denke mal, der Michael hat noch ein paar Jingles zum Spielen und dann können wir uns gleich gerne noch wieder in der
nach Talkrunde weiter unterhalten. Ja, natürlich habe ich noch was. Ich habe ja noch so ein bisschen, ja, ein bisschen was habe ich noch in der. Jetzt ist nur die Frage: Namaste oder wenn ihr? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann machen wir ruhig, wenn ihr kämpfen wollt. Bei der heutigen Sendung finde ich das auch besten. Aber bevor ich das jetzt einspiele, vielen Dank für die schöne Sendung, die du uns gegeben hast. Ich danke euch allen, weil ohne die wäre die nicht so gewesen. Sie war wieder ganz anders, sie war ein bisschen schwerer, aber trotzdem absolute Spitze. War sie das? War sie das? Also ich empfand sie ganz leicht. Ja. Wir können das ja gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt ausdiskutieren. Ich fand sie einfach sehr lehrreich. Tisch. Ich lasse einfach das Band mal laufen und dann machen wir die Sendung zu und gehen dann in den Nachtalk. Ist das okay? Ist okay. Band ab. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß.
Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verehrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das verrüge überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten! Wenn ihr schon unbedingt kämpfen wollt, dann kämpft doch mal gegen den Willen zu kämpfen. Ja, der Finn schreibt es gerade schon, jedes Mal Tränen, wenn ich mir das Original gebe, aber es war bei mir eben nicht anders. Übrigens war das gerade nicht Charlie Chaplin, den ihr gehört habt, sondern der Synchronsprecher Hans Hässling. Aber ja, habt schon richtig erkannt, es war aus dem großen Diktator. Radio Okie Toki.